Ja, Huhu hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition. So sieht's aus. Und heute mit dabei Mondi alias Scarlet. Moment, wo habe ich sie vorbereitet? Hier, da, Scarlet. Hallöchen. Und Feramin spielt heute Samantha. Hallo. Und der gute Rerion spielt uns den Ronin. Ja, gut. Und nicht ungewohnterweise spielt Bruce, nein, spielt Kako den Bruce, nicht umgekehrt. Das kann man so oder so sehen. Guten Abend. Ja, vielleicht hört ihr es schon an meiner Stimme. Ich habe halt ein bisschen Probleme mit dem Sprechen. Ich habe eine leichte Wunde oder Entzündung oder irgendwas an der Zunge, deswegen heute ein bisschen sprachbehindert. Und deswegen macht heute mal den Disclaimer und die Zusammenfassung jemand anderes. Nämlich den Disclaimer für die ganze Runde vorneweg, einmal vom guten Rerion. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos. Wenn ihr jetzt zuschaltet und auch generell, das ist ein Rollenspiel. Das heißt, die Spielerinnen und Spieler verkörpern Rollen in einer fiktiven Welt, so ein bisschen wie ein interaktives Theater, wenn man so will. In diesem Fall in der World of Darkness. Und wir spielen Vampire. Finstere Kreaturen, die vom Blut der Lebenden zehren, um ihre unheilige Existenz aufrechtzuerhalten. Wenn es also zu Bemerkungen kommt oder wenn hier Dinge getan werden, die nach ethischen und moralischen Grundsätzen nicht so gut vertretbar sind, dann trennt doch hier bitte deutlich den Charakter vom Spieler, denn wir sind eigentlich total die knorkigen Leute und Blut trinken wir sowieso nicht. Meistens. Das führt mich zum zweiten Punkt. Wenn ihr merkt, ihr werdet durch irgendwas getriggert oder es geht euch mit einer Beschreibung einer bestimmten Szene nicht gut, dann seid bitte so eigenverantwortlich und macht den Stream halt aus. Oder wenn ihr ihn später auf YouTube schaut, spult die entsprechende Stelle vor. Wir möchten, dass ihr das hier genießen könnt und dass ihr bei voller geistiger Gesundheit verbleibt und dass es euch nicht schlecht geht. Habe ich noch was vergessen? Ich glaub, das reicht soweit. Und die Zusammenfassung zumindest beginnt damit jetzt erstmal der Gakko. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich zeigen muss. Ja, wir befinden uns auch in Folge 40, erstmal Lecco Mio, 40 Folgen, befinden wir uns immer noch in der Stadt ohne Namen, von der wir auch immer noch nicht wissen, wie es dazu kommt, dass die keinen Namen hat. Es scheint irgendwie immer noch keinen zu interessieren und wir kommen irgendwie nicht hinterher, da mal nachzuforschen. Auf jeden Fall, ich sag mal so, alles vielleicht jetzt sonst was ist aber schwierig. Auf jeden Fall sind ja die vier Charaktere, ja, jetzt so langsam dabei, etwas mehr ja, Halt in der Stadt zu bekommen. Nachdem wir jetzt, das war so das letzte große, eines war diesen Bloodrave, ja, gestört haben nicht wirklich. Wir haben ihn miterlebt und wieder einige interessante Informationen rausziehen konnten, beispielsweise, dass zumindest ein Teil der Anarchen wohl irgendwie in diese Aktion mit eingebunden ist. Sehr zum Missgunst des eigentlichen Redelsführers Adam, dem Sire von Angela. Ja, haben wir halt erfahren, dass ein Teil der Anarchen sich wohl abgespalten hat und wohl vermutlich von dem Primogen der Malkavianer, dem guten Graham, irgendwo dazu manipuliert wurde, für diesen Partybus zu arbeiten, der ja, gemischt mit irgendwelchen anderen, glaube ich, Mitteln oder ähnlichen, auf jeden Fall Vampirblut an Sterbliche verteilte und diese dann zu Thimblats oder eben zu Ghulen, glaube ich, bin jetzt selber nicht so in der Lore, auf jeden Fall dazu verwandelt. Und ja, nachdem wir diesen Rave halt quasi beendet haben oder der beendet wurde von Adam, ging es dann jetzt kurz darauf quasi zu den wichtigen kleinen Gesprächen, was so in der Zwischenzeit noch dem guten Ronan vor allen Dingen ja auch widerfahren ist, was er alles erlebt hat und welche Informationen wir noch bekommen haben.
wahrscheinlich solltet ihr das lieber in den letzten Folgen noch mal nachschauen. Die sind sowieso sehr empfehlenswert, weil die sind alle sehr cool. Jo, das letzte Mal geendet haben wir mit einer sehr, sehr für mich zumindest sehr krassen Szene. Denn im Club gibt es wieder einmal tatsächlich sogar einen angemeldeten Gast, der so freundlich war, einmal ja, zu warten, bis ihn jemand hereinruft. Denn der gute Joe stand vor Sams Tür, vor der Tür des noch nicht ganz fertigen Clubs, des Umbaus. Und wollte gerne mit dem Sheriff sprechen, dem guten Ronan. Der ist da auf der Seite, ich weiß gerade gar nicht. Und hat ihm ein Verbrechen gemeldet. Und zwar ein Verbrechen, in dem er der Täter ist. Denn er hat einen Mord gemeldet am Seneschall. Seneschall war das richtige Amt. Ich bin da noch nicht so drin. Ja, und ich meine, mit dem Aussprechen so oder so dieser Worte hat es dann auch geendet, dass Joe ihm das gestanden hat. Wobei man noch erwähnen muss, dass ihm vorher natürlich noch quasi ich weiß gar nicht, ob es ein Versprechen war, aber auf jeden Fall eine Bitte noch gegeben hat, dass er den wirklich jetzt Konsequenzen aus dem zieht, aus den Informationen zieht, die er ihm dann quasi überlassen hat mit diesem Geständnis. Ja, und ich glaube, in der Situation genau mit der Antwort von Ronan haben wir dann geendet. Ja. Wir starten nicht direkt mit Ronan nochmal weiter in die Szenerie rein, kommen da vielleicht später nochmal dazu, sondern schauen uns jetzt mal ein paar Tage später an, machen einen kleinen Zeitsprung in die nächste Woche hinein, den 28.01.2019 inzwischen, und eine Montagnacht. Und was hat Scarlett denn während der ganzen Zeit gemacht? Und vielleicht kann Ronan nochmal zwischendurch sagen, obwohl wir noch nicht wissen genau, wie dieses Gespräch jetzt ausgegangen ist, also Sam war ja dabei, aber hast du Bruce und Scarlett in Kenntnis gesetzt von dem über das Wochenende? Weil das ist vielleicht für Scarlett jetzt wichtig zu wissen, ob sie darauf reagiert hat oder nicht. Ronan wird auf jeden Fall gesagt haben, dass sie sich um Amanda keine Sorgen mehr machen müssen. Ja, vielleicht habt ihr ja sowas ausgemacht wie ein allgemeines Briefing Anfang der Woche oder so. Ja. Also das an sich jetzt auf jeden Fall, was vielleicht auch für Bruce ganz okay ist, dass man sich vor Vögeln scheinbar jetzt aktuell erstmal nicht mehr in Acht nehmen muss. Was eine ziemliche Erleichterung ist für Bruce tatsächlich. Der ganzen Paranoia, die ich geschoben habe. Details folgen dann später. Ihr werdet es nicht glauben. Okay. Ja, dann springen wir tatsächlich dann in den Montagabend hinein mit der Information, dass Ronan vielleicht ja im Laufe dieser Nacht irgendwann ein Meeting anberaumt hat, irgendwas Kryptisches gefaselt hat von man muss sich vor den Vögeln nicht mehr in Acht nehmen oder so. Mehr Informationen folgen später. Vielleicht war dementsprechend aufgewühlt auch das Wochenende für Scarlett oder so. Aber was hat Scarlett denn sonst gemacht über die Tage? Also die erste Amtshandlung war, dass sie sich von Henry, quasi dem Bibliotheksbesitzer, ein altes Aquarium aus dem Keller gemopst hat und wirklich diese Tentakelchen da reingesetzt hat und jetzt auch sich damit beschäftigt hat, quasi kann ich die vermehren? Kann ich die, wenn ich die mit meinen Schattenkräften quasi kombiniere, hat das Effekte? Kann ich die vermehren? Werden die stärker, schwächer? Halten die sich über einen längeren Zeitraum oder jetzt, wo die getrennt sind, dass die halt auch verschwinden? Dementsprechend hat sie jetzt da dieses Aquarium mit Deckel da in ihrem Zimmer stehen. Und im Allgemeinen hat sie sehr viel nachgedacht. Sie ist auch endlich mal wieder ihrer Arbeit nachgegangen. Die letzten Nächte hat sie ja immer damit verbracht, dass sie mit dem Klüngel halt unterwegs gegangen ist. Sie hat jetzt tatsächlich auch mal wieder die Nachtschichten übernommen in der Bibliothek.
Ja, und sie ist ein bisschen am Zweifeln. Sie hat, wie gesagt, sehr viel nachgedacht, auch über das, was so passiert ist, und ist sich momentan so unschlüssig, ob das alles so richtig ist, wie das hier so passiert. Ja, und dementsprechend wird sie jetzt in der Bibliothek sitzen und da über ein paar Büchern hängen, vielleicht auch okkulte Schriften. Wenn du die Nachtschichten wieder wahrgenommen hast in der Bibliothek, wird dir auch aufgefallen sein, die neue Bibliothekars-Mitarbeiterin, die in der Bibliothek angestellt ist. Vielleicht habt ihr zwischendurch auch mal ein bisschen überlappend Schicht geschoben, weil ich glaube, die tagsüber ist auf jeden Fall Henry derjenige, der am meisten arbeitet. Und eigentlich ist, weil du ja in letzter Zeit ausgefallen bist, öfters mal jetzt raus bist, diese Dame angestellt worden, die du ja noch gar nicht so richtig kennst. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass da Scarlett was verrissen hat und dass Scarlett halt zur Arbeit gegangen ist. Sie muss ja eigentlich nur vom Keller nach oben gehen. Und da wird sie die dann mal gesehen haben und sich denken so, ach Mensch, wer bist denn du? Hallo? Schön, dass du da bist. Ja, eine junge, ja, scheinbar ziemlich engagierte Frau. Zumindest hast du direkt mitbekommen, dass die Organisation und die Vorgaben, die Henry sonst immer irgendwie gemacht hat, irgendwie wo was hingehört und die Aufgaben, die einem an der Abendschicht halt zukommen. Denn diese Bibliothek hat in der Tat ja 24/7 auf. Es kommen nicht viele natürlich in der Nacht. Das heißt, in der Nachtschicht kommen ganz andere Aufgaben auf einen zu, als wenn man den Tag über irgendwas machen muss. Meistens irgendwas wieder zurücksortieren oder an angekommene Lieferungen irgendwie sichten, protokollieren und so. Kaputte Bücher ausbessern oder so etwas. Sie scheint ziemlich engagiert zu sein und das auch nicht das erste Mal zu machen. Und auch mit sorgsamen Händen ihrer Arbeit nachzugehen, meint sie. Ja, dann Scarlett wird am Anfang so ein bisschen schüchtern sein, so wie sie am Anfang war, und würde ihr so ein bisschen auch sagen, ja, nicht wundern, kann manchmal ein bisschen unheimlich bei uns sein, dass die Lampen manchmal flackern oder auch einfach mal spontan die Technik ausfällt. Das ist normal, das liegt aber nicht daran, dass es hier spukt oder so. Also die Gerüchte der Stadt stimmen nicht, wir haben hier kein Schreckgespenst. Das würde ich ihr nur so mit auf den Weg geben. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass es hier irgendwie spuken soll. Man erzählt sich immer komische Sachen in der Stadt, deswegen, ich dachte, ich sag's dir. Also, dass, wenn mal irgendwas komisch ist, dann liegt das nicht daran, dass es hier spukt. Also. Sondern? Wir haben manchmal Probleme mit der Stromversorgung, deswegen kann das manchmal sein, dass die Lampen flackern. Aber das ist doch ziemlich neu gebaut hier, also zumindest hier vorne. Ich bin da auch kein Fachmann. Ich dachte nur, ich sag's dir, weil das kann manchmal schon unheimlich sein, wenn man hier alleine des Nachts in so einer großen, also in so einem großen Raum sitzt mit so vielen Winkeln drin, dass du da keine Angst bekommst. Ich glaube, nee. Ich mach dir damit aber gerade Angst, oder? Nein, ich bin nicht so der ängstliche Typ. Na, sehr gut, sehr gut. Wie heißt du überhaupt? Entschuldigung, mein Day. Oh, freut mich, dich kennenzulernen. Scarlett. Ich glaube, wir können uns duzen, oder? Also Sandra. Ja, sehr gerne. Ja. Ist ganz angenehm. Ich kenne fast niemanden hier in der Stadt. Und irgendwie scheinen die Leute irgendwie so eine ganz merkwürdige... Naja, die Leute, die hier reinkommen, sind schon sehr fokussiert. Ja... schon. Und zu Hause in meinem Viertel ist echt nichts los. Also, weißt du, wo man hier irgendwo mal hingehen kann oder so? Da hätte ich was für dich. Eine Freundin von mir versucht gerade einen Club aufzuziehen. Clubs ist das wäre mal gut, ja. Nee, das soll so ein ganz großes Ding werden. Ich glaube, sie packt da auch sehr viel Energien mit rein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, Sam ist ihr Name. Oh. Interessant. Naja, wer weiß, vielleicht können wir ja Henry irgendwann mal die Nachtschicht aufdrücken, dann können wir da vielleicht zusammen mal hingehen. Gerne, ja.
Sicher. Also, ich bin ja allgemein nicht so der Typ, der oft rausgeht, aber sagen wir es so, ich habe in letzter Zeit festgestellt, das kann ziemlich viel Spaß machen, also. Warum kommst du eigentlich immer durch die Hintertür? Also eben halt. Gestern auch schon. Also, naja, ich wohne quasi hier. Aber oha. Pst. Du und Henry? Nein. 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 Auf sehr vielen Ebenen, nein. Wir sind quasi, er war mit meinem Vater gut bekannt. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich hier mehr oder weniger untergekommen bin. So bin ich näher an meinen Büchern dran und an der Arbeit. Das macht viele Dinge einfacher. Ja. Gut zu wissen, dass ich hier nicht mal alleine alles machen muss. Definitiv eigentlich hatte Henry nicht gesagt, dass ich alleine hier wäre nachts, aber gut. Ja, wie gesagt, wenn was ist, einfach den Gang runter und an der Tür klopfen. Die ist die meiste Zeit verschlossen, aber wenn du halt klopfst und ich da bin, wenn was ist, kann ich dir gerne helfen. In den alten Trakt soll ich nicht rein. Also wahrscheinlich wegen dir dann. Jetzt kommt ja, einiges einen Sinn. Na, deswegen ist die Tür auch meistens verschlossen. Ich bin gern für mich, weißt du, wenn ich so gerade am Studieren bin. Du kennst das sicher. Dann will man nicht gestört werden. Aber ich rede jetzt von Notfällen quasi, wenn mal irgendwas sein sollte. Hier in dem verschlafenen Städtchen passiert selten was, aber wir hatten auch schon andere Fälle. Henry ist mal überfallen worden. Was? Das ist aber schon eine Weile her. Aber gut, hier gibt es ja nichts zu holen. Also die Registrierkasse, aber was ist denn da schon drin? Nee. Naja, wie es halt so ist. Man hat halt so bestimmte Schätze auch in Bibliotheken gelagert, die vielleicht einen Dollar mehr bringen. Und wie gesagt, hier passiert sonst nicht viel. Da kommen auch manche Jugendliche auf blöde Ideen. Ja, ich habe in diesen komischen Rave-Partys gelesen in der Zeitung. Oh. Ja, die sind sehr wunderlich. Keine Ahnung, was die Jugend an denen findet. Man wird alt. Ja, was auch übrigens sehr wunderlich ist, weil Scarlett sieht ja selber nicht gerade alt aus, aber redet halt schon ein bisschen merkwürdig. Und deswegen lächelt sie auch verschwitzt, wo die sagt, man wird alt, ja. Also früher in Sacramento, da komme ich übrigens her. Ach, du kommst auch aus Sacramento? Wer denn das noch? Ist aber ein Zufall. Sam, von der ich vorhin erzählt habe, die kommt da auch her. Aha. Das ist gruselig irgendwie. Kann ja Zufall sein. Ich meine, Sam Samantha ist ja ein Name, gibt es ja wie Sand am Meer. Aber ich glaube, das ist ein gutes Omen. Wie heißt sie denn mit Zunamen? Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ich hab sie nie nach ihrem Nachnamen gefragt. Naja, wenn du sie fragst und sie sagt Jones, dann... Oh, werde ich definitiv tun. Aber das wäre ein Zufall, wenn das deine Freundin wäre. Ja, das wäre schon sehr weird. Na, ich werde sie definitiv mal fragen. Sagen wir es mal so, dadurch, dass du ja heute hier bist, habe ich ja quasi frei. Ich beschwere mich nicht, wenn du mir ein bisschen zur Hand gehst. Okay. Dann helfe ich dir mit dem Gröbsten, bis du durch bist und... Frage. Dieser komische Typ, der hier in der Nacht reinkommt und auch im anderen Trakt hinten verschwindet, mit dem Hawaii-Hemd. Geht da was? Oh Gottes Willen, nein, oh Gott. Man sieht das jetzt, wenn Scarlett rot werden könnte, würde sie? Nein, das ist eine flüchtige Bekanntschaft. Verstehe. Ja, das, wie soll ich das ausdrücken? Es ist kompliziert. Ich weiß nicht, aber der hat irgendwas. Ja, bestimmt. Der trägt ein Hawaii-Hemd. Irgendwoher kenne ich den auch, aber ich weiß noch nicht, woher. Naja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, aber ich glaube, nee. Ich würde erstmal auf Nummer sicher gehen. Wie gesagt, ich erkundige mich einfach mal. Wegen deiner Freundin.
Also ob das deine Freundin ist. Und falls ja, würde ich einfach, ja, dann sag ich dir Bescheid. Wie gesagt, das wäre schon sehr eigenartig. Aber komm, das wäre doch toll. Du hast ja eben gesagt, du kennst noch keinen so richtig. Und wenn das deine Freundin von damals ist, wäre doch ein guter Einstand. Das ist noch nicht so lange her. Einfach so schwuppdiwupp von der Bildfläche verschwunden. Also. Meinst du, die ist mit dem Kerl durchgebrannt? Das war mein erster Gedanke. Aber dann hätte sie dir bestimmt Bescheid gegeben, oder? Ich meine, sowas erzählt man ja schon der besten Freundin. Ja, eigentlich schon. Aber der Macker, mit dem sie rumgehangen hat, ich weiß nicht, der war irgendwie gruselig. Gruselig inwiefern? Weiß nicht, der... Trug er auch ein Hawaii-Hemd? Nein, nein. Hat er die ganze Zeit geraucht und gesagt, dass er ihre ist? Was? Wer macht denn sowas? Also eher so haha komisch oder eher so weird komisch? Eher so, ich weiß nicht, ich hatte immer ein ungutes Gefühl. Na, ungutes Gefühl ist nie gut. Der war zu perfekt und so. Und Sam hat eigentlich auch gesagt, dass das nicht mehr und so. Also wollt ihr mit ihm Schluss machen? Mhm. Ich habe auch, als sie verschwunden ist, echt schlimme Gedanken gehabt. Weißt du zufällig noch, wie dieser Freund hieß? Andrew, glaube ich. Noch nie davon gehört. Das beruhigt mich. Tja, puh, dann müssen wir uns auch mal an die Arbeit machen, bestimmt. Also, wie gesagt, je schneller ich dir helfe, desto schneller kann ich dann ja noch ja, Dinge tun. Und Scarlett würde anfangen, da rumzuwuseln. Ein bisschen, man würde ihr die Nervosität ein wenig anmerken, aber geht halt recht akribisch. Sie hat ja Routine in ihrer Arbeit. Ja, zwischendrin fragt sie nochmal irgendwie so wegen dem Tanzclub nochmal nach, irgendwie tanzt du selber oder so? Mhm. So ein bisschen Smalltalk-mäßig. Mhm. Würde Scarlett auch so drauf eingehen, sie tanzt ja nicht wirklich, aber allgemein mal Leute kennenlernen. Aus dem Haus rauskommen, hat sie jetzt ja auch festgestellt, ist ja was ganz Tolles und ja. Und sobald er fertig ist, müssen die beiden unbedingt da mal zusammen hingehen. Mhm. Gut. Dann schwenken wir rüber zu Bruce. Was macht Bruce denn an diesem frühen Montagnachtabend? Hm. Was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Ja, in der Zwischenzeit war er tatsächlich nicht untätig. Er hat ja einiges noch an Problemen übrig von zuvor, was er schon damit quasi beginnt, dass ja meine Wohnung aufgeschossen wurde und komplett verwüstet wurde. Und ein Glück habe ich ja einen guten Freund bei der Polizei, der das vermutlich noch recht schnell wieder geklärt hat. Und wahrscheinlich dann gab es dann irgendwann in der Zeit einen Tag, wo dann auch mal ein Handwerker auch reinkam und vielleicht eine neue Tür eingesetzt hat. Und vielleicht hat ja sogar irgendwer den Sauschlauf aufgeräumt. Wenn nicht Bruce selber, weil er hat ja nicht so viel Geld. Und dementsprechend wären dann Bruce und Anna auf jeden Fall wieder zurück in die Wohnung gegangen. Ich meine, das ist jetzt nun mal meine Wohnung, gehört mir ja, zum Glück. Und jetzt weiß natürlich nicht, wie lange das genau bei Anna braucht, aber na, aufgrund dieser massiven Demolierung ihres Gesichts wird sie wahrscheinlich noch einige Tage oder Nächte eher da sitzen und das auskurieren müssen. Und ja, Bruce würde in der Zeit halt auch natürlich nicht ganz untätig sein. An sich hat er ja schon mit Rowan so ein bisschen ausgemacht, oder was heißt ausgemacht, zumal besprochen, dass ich so ein bisschen ihm meinen Kumpel Ronald vorstelle. Das ist ja der Polizeichef der örtlichen Polizei. Ich kenne ihn ja sehr gut. Und damit ich da wieder so ein bisschen wieder die Kontakte ein bisschen erneuere, würde ich mich dann auch wieder ein bisschen regelmäßiger in der im Carnies treffen, in meinem im Pub, und dann wieder so ein bisschen ins Quatschen kommen, was auch gerade da passiert ist. Vielleicht sogar versuchen, irgendwie ein paar Gesprächsfetzen, Informationen aufzuschnappen bezüglich des Busses, weil da wird er natürlich dann auch drin involviert sein. Und
ja, vermutlich dann die ersten beiden Tage erstmal, vielleicht sogar drei, also Nächte, erstmal so versuchen, alles zu regeln, was da ja hängen geblieben ist noch an Zeug. Und jetzt gerade in dem Moment wird er wieder durch die Stadt tigern, wie so oft, auch ohne Anna, die hat er erstmal da gelassen, wird in der Woche dann auch das große Gespräch gegeben haben, das große kleine Gespräch, was da noch ausstand nach unserem, nach der letzten Hunter-Folge, die alle gucken müssen. Und Bruce tingelt gerade durch die Straßen der Stadt und würde sich auch tatsächlich mal in den Stadtteil mal aufhalten, wo er sonst nicht so häufig drin war. Und tatsächlich auch wieder einige Touren rund um die Stadt machen, aber nicht so tief in die Wüste hineingehen. Also ich will nicht nach irgendwelchen Minen suchen, sondern aufgrund der Informationen, die ich ja von Rowan bekommen habe, dass die gruselige Vogeltante aus dem Weg geschafft wurde, beseitigt wurde, gestorben ist, wie auch immer, hat Bruce den Entschluss gefasst, selber mal zu versuchen, oder den Versuch zu starten, tierische Verbündete zu suchen, weil Menschen und Vampire ist halt schwierig, außer seinem engeren Kreis, und das sind halt nun mal wirklich nicht viele, und tatsächlich ist für ihn halt traurig, aber wahr, sind halt Tiere eher die zuverlässigeren Informationsquellen, auch tatsächlich Wesen, mit denen er deutlich besser klarkommt als die heuchlerischen Vampire hier in der Stadt. Und dementsprechend, da er weiß, er lebt ja schon recht lange hier, dass es so Rinderfarmen außerhalb gibt, wie sie in Texas recht häufig, würde ich mich da erstmal umschauen. Nicht unbedingt, ob der Rinder, die sind ja natürlich da gebunden, aber ich sag mal, er würde nach Wesen suchen, die ihm irgendwie gleichen. Es gibt ja bestimmt auch in dieser Stadt so streunende Hunde oder etwas dergleichen. Vögel vermutlich nicht, da hat er immer noch so ein bisschen Bedenken, weil wenn die da, man weiß ja nicht, was die gruselige Tante da mit denen vorwerkelt hat. Und würde halt so nach geeigneten Individuen suchen, irgendeinen sehr deutlich auftretender Straßenhund, den man überall mal sieht, der seine Runden dreht, mit dem man vielleicht mal irgendwie so ein gutes Verhältnis aufbauen könnte, weil die, also gerade solche Hunde können auch in den umliegenden Umgebungen, kennen sich da sehr gut aus, kennen vielleicht auch Orte, die er selber dann nicht kennt, und dementsprechend könnte er denen dann halt Informationen geben, die an die er vielleicht sonst nicht kommen würde. Und das wird dann so ein Abend sein, wo ich mich wieder wahrscheinlich so irgendwo da in der Houston Street, das ist ja so im Norden der Stadt, in diesem Park quasi, umschauen werde. Werde auch mal, wenn wir mal wieder in den Park gehen. Ich konnte mir den in der letzten Zeit nicht wirklich nochmal genauer angucken. Das war ja so einer der Augenblicke auch, wo wir, wo Bruce und Anna der Inquisition entkommen sind. Und würde da halt nochmal schauen, mich umgucken, wie die Situation da ist. Oder wie gesagt, so, das ist mehr so eine abendliche Routine mittlerweile. Denn er weiß ja, dass dann am Montag quasi erst richtig losgeht, oder heute mit dem Briefing später, der Besprechung. Und ja, suche immer noch nach so einem geeigneten Kandidaten. Das ist so ein großer Rüde, wahrscheinlich recht abgekämpft und mit so einigen Fransen im Ohr, der halt wahrscheinlich überall mal in so kleinen Nebengassen auftaucht. Aber wahrscheinlich suche ich jetzt nach dem einige Zeit, weil der lässt ja auch nicht so einfach blicken. So. Das wird so wahrscheinlich die nächste Zeit passiert sein, mit noch ein paar anderen Sachen, die vielleicht dann später noch dann dazukommen. Aber dazu an anderer Stelle. Ja, mach mal Charisma und Animal kennen, dafür, ob du den findest. Mhm. Sachen, die ich... Charisma oder nicht? Ich würde mal... ich kann das Tier reizen, ne? Um extra... Ja. Das möchte ich natürlich gerne machen. Kleine Erklärung, warum wir die anderen Darstellungen vom Roll20 nicht mehr haben. Wir haben uns extra für viel Geld die Pro-Version von Roll20 geholt, die uns hier das API erlaubt von unserem Charaktersheet hier. Aber irgendwie, so, wenn wir mit 5 Leuten hier im Roll20 sind, dann laggt das wie Sau. Das heißt, keine Ahnung, wenn ihr euch damit irgendwie auskennt mit dem API-Protokollen oder Roll20 generell, schreibt mir doch mal. Oder wenn ihr irgendjemanden kennt, der da wen kennt oder so. Also wir wären da ganz, es wäre ganz nett, wenn ihr da jemanden weitervermitteln könntet, damit wir das auch nutzen können, was wir teuer bezahlt haben. Ja. So, aber 3 Erfolge
Ja, ich, also wahrscheinlich in der in den ganzen Tagen, wo ich dann wahrscheinlich schon immer dem, also dem ich schon auserkoren habe, vermutlich war das so ein bisschen, also ähnlich wie bei Bugiso, Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ihn gesehen und habe mir gedacht, puh, ich werde vermutlich schon recht gut einschätzen können, wo ich den finde. Habe mir auch schon im Vorhinein ein bisschen was besorgt oder besorgen lassen. Da kann man ja abends auch mal vorbeigehen oder habe Anna mal losgeschickt, die hat ja eh nicht so viel zu tun. Und habe wahrscheinlich auch schon ein bisschen ja, so Hundeleckerchen mit in der Tasche, weil riechen tue ich sowieso. Ich habe ja nur meine alten Klamotten. Das ist ja schon normal geworden. Und so ein Gimmick von Bruce. Und werde dann vermutlich dann in diesem Park erstmal herumgehen. Und wenn ich den da nicht finde, würde ich wieder durch die Gassen streifen. Aber ich weiß nicht, ob 3 Erfolge reichen, um den zu finden. Das musst du mir sagen. Ja, du wirst den garantiert irgendwie dann da in dem Park finden. Der Park ist zwar ein bisschen eher so der, das ist ja eher so die etwas feinere Gegend der Stadt. Mhm. So, aber trotzdem Strom hat er da irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer rum. Was hast du denn mit dem vor? Na, erstmal würde ich einfach nur schauen, ob der bestimmte, also erstmal, ja, ob der bestimmte Routen quasi abgeht, weil wahrscheinlich ist er halt in der reichen Gegend, weil die haben auch wahrscheinlich ziemlich gute Abfälle, so, oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, da was abzuzwacken. Etwas betuchtere Leute geben da ja vielleicht auch gerne mal mehr von ihrem Essen ab oder so, wenn man lieb guckt und großen Hundeaugen macht. Und ich hätte dann vermutlich in der Zeit auch ein bisschen herausgefunden, ob es so bestimmte Spots gibt, wo er sich immer auffällt und mich dann halt in diesem Abend für mich dann mal hinbegeben. Einfach nur ihn beobachten erstmal. Und ich werde auch in der Zeit wahrscheinlich ein bisschen mehr, das, zum Glück hat das niemand anders gesehen außer Anna, die kennt das ja, hätte ich mich auch ein bisschen mehr mit Boogie mal unterhalten, weil das war ja eher spontan, dass ich diese Fähigkeit entdeckt habe, dass ich endlich mit meinem besten Freund reden kann. Und zwar so richtig. Und ja, würde dann versuchen, mich erstmal so ein bisschen normal zu verhalten. Ich stelle mir vielleicht so einen kleinen Platz vor oder so, wo der noch Rumstrom hat. Würde dann erstmal beobachten und dann irgendwann so nach ihm pfeifen. Ich wirke halt recht offen dabei. Und ja, hole dann auch schon mal so ein bisschen, Hundebesitzer kennen das, hole so ein bisschen Pansen heraus. Ist eher unschön für andere Mitmenschen. Aber da ich, glaube ich, ja eh nicht riechen kann, so richtig, ist mir das ja eh egal. Aber Hunde stehen. Kannst schon, wenn du willst. Aber du kannst ja, es halt auch abstellen, indem du einfach nicht atmest, ja. In dem Fall will ich aber auch wirklich nicht. Ja, und würde dann versuchen, den erstmal so anzulocken. Ja, wie gesagt, das funktioniert alles. Der kommt wohl auch und so. Lässt sich auch füttern, klar. Ja, und dann würde ich erstmal anfangen, auch ohne irgendwelche Kräfte zu benutzen. Wieder das Leckerchen so mitten in die Hand nehmen und gucken, wie er das nimmt, ne, ob er immer noch schreckhaft ist oder ja, ob er da recht offen quasi auf mich zukommt. Und würde dann erstmal also normal auf ihn einreden, so ein bisschen, ne, dass man, ne, dass der Hund merkt, ich will ihm nichts tun. Und ich werde auch aufgrund von Studium und generell einfach auch von meinem Interesse, werde ich auch ein wenig die Körpersprache des Tieres lesen können und dann den Moment vermutlich abpassen, wo ich merke, ah, okay, jetzt vertraut er mir ganz gut. Dann würde ich ihn so kraulen, ne, gerade so hinterm Kopf oder so, am Nacken mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen rumkraulen, die Hand kreisen lassen, so ein bisschen massieren. Na, Großer, ist ähnlich wie ich, ne? Dann würde ich ihm halt, also mittels der Kraft, also ist ja Animalism, meine ich. Würde ich dann mal per Animal kennen sagen, wie heißt du eigentlich? Ja, wie heißt er denn? Gibt's Namensgeneratoren? Ah, komm, nehmen wir mal einen Klassiker, das Leute kennen, das ist Pongo. Kennt man aus 101 Dalmatiner. Und dann irgendwann wird es halt so sein, ich kraule ihn wirklich, ne, setze sich vielleicht hin, schaue mir in die Augen und dann gucke ich ihn an, lege ein bisschen meinen Kopf hin und sage dann, wie heißt du eigentlich? Ja, antwortet dir mit seinem Namen, was für dich wahrscheinlich immer noch etwas komisch ist.
Ja, ist, also es Ist auch nicht wirklich, als ob der spricht oder so. Es ist eher so, als ob du verstehst, was er dir mitteilen will. Ja, dann schaue ich ihn immer noch an, lächle dabei, vermutlich immer noch, ne, sitze wirklich vor. Ne, also, freue mich, dich kennenzulernen, Großer. Ich bin übrigens Bruce. Ich wollte dich mal kennenlernen. Sag mal, wie lange bist du eigentlich schon hier? Immer. Immer. Aufgewachsen. Was mit deinen Geschwistern? Oder hast du keine mehr? Weg. Meine auch. Genauso wie Mutter, vermutlich. Ich war? Deine Mutter. Ist auch weg, oder? Ich weiß. Nicht wissen. Du kennst dich hier aus, oder? Du siehst viele Leute, oder? Ein Revier. Dein Revier? Ich stehe so leicht auf und guck durch die, guck so mal so einen Panoramablick quasi so rum. Das alles? Du. Ich wollte dich etwas fragen, Pongo. Ich bin ähnlich wie du, musst du wissen. Ich bin alleine hier. Was die Menschen angeht, ist das ja auch mein Revier. Nur, du wirst das kennen. Ich streichle ihm dabei so über so ein abgebissenes Ohr oder abgerissen, wie auch immer. Es gibt Leute, die wollen mir mein Revier streitig machen. Kennst du das? Wegbeißen. Beißen. Ich glaube, ich bin ein bisschen wie du, Pongo. Deswegen wollte ich fragen, ob du mir helfen kannst. Du siehst bestimmt viele Leute hier, oder? Die nachts rumlaufen. Nachts wenig. Wenig los. Aber wenn dann Leute hier sind, erkennst du die, oder? Viele Leute sagen Bongo, Bongo weg. Denn, Sache ist, Pongo, ich bräuchte einen Partner. Einen Partner, der mir helfen kann. Soll ich das sagen? Wenn viele Leute hier sind, die Dann dich hoffen, Bongo nicht da. dann nicht da. Aber du weißt, wo sie sind. Bongo verstecken. Kommen nachts, essen, was Leute lassen. Aber wenn du nachts Leute siehst, könntest du mir das sagen, Pongo? Wenn viele Leute siehst und du weißt, wo sie sind? Cool. Dann kriegen Essen. Klar, hör mal, du, ich hab. Ach, warte, ich hab noch was für dich. Ich hole so ein großes Stück raus. Wenn irgendwo in der Gegend ein Mensch ist, wird er sich verziehen. Das ist ekelhaft. Nicht nur das hier. Ich gebe dir dann so ein Stück Conny dabei. Du. Essen gar kein Problem. Und, Pongo, wo schläfst du? Da wo warm. Da, wo warm. Wenn du möchtest, kannst du bei mir wohnen. Aber nur wenn du möchtest. Will dich zu nichts zwingen. Wo das? Ich könnte es dir zeigen. Willst du mitkommen? Oder denk drüber nach. Ich reiche dabei nochmal so ein Stückchen. Ein Leckerchen hin. Erst essen. Erst essen, das ist gut. Dann gebe ich ihm, ne, dann gebe ich ihm das Kräuter dabei. Ich freue mich. Immerhin ein weiterer Freund hier in der ganzen Stadt. Dann geh ich so richtig so, ne, ans Kinn kraulen, so die Hautlappen so massieren. Und gut.
Wie gesagt, Pongo, bist du morgen auch hier? Immer da. Immer da, sehr gut. Dann streich ich ihn so. Schnüffelt so an dir hoch und runter. Pongo, keine Angst vor Tier. Du kannst es riechen. Du, Pongo, leid tun. Das ist nett, Pongo, ich danke dir. Denn das sagen mir wirklich die wenigsten. Umso besser, dass es dir auffällt. Du bist einer der wenig Klugen hier. Also der weniger Gemeinen hier, meine ich. Du hast einen Blick für die Dinge. Dann kraul ich ihn nochmal. Schau dann auf die Uhr. Ich habe wahrscheinlich so eine billige Discounter-Armbanduhr. Oh. Na gut. Also, Pongo. Wie jetzt zu Hause? Wenn du möchtest. Gut, dann komm mit. Oder willst du noch was essen? Ich habe ja noch was, wenn du möchtest. Kram so aus der Tasche noch ein Stück. Ja, komm. Ja, läuft zweimal um dich rum, nimmt das dann wieder. Ja. Ja, und dann würde ich den tatsächlich zu der Wohnung führen. Mhm. So, er bleibt vor der Tür stehen, schnuppert erstmal. Willst du dann zu dir um? Katze. Magst du keine Katzen, Pongo? Sie mich auch nicht mögen. Ich habe eine Katze. Aber ich werde mal mit dir reden. Zwei Katzen. Das ist richtig, zwei Katzen. Aber eine davon ist nur meine. Die andere gehört, er überlegt so kurz, meinem Pongo nicht teilt sein Essen mit Katze. Nein, das wirst du auch nicht. Für dich habe ich genug Essen, Großer. Ja. Ein Glück wohnt kein Mensch mehr bei uns in der Bude. Pongo, ich kündige dich einmal ganz kurz an. Bleib hier, okay? Oder schau dich ein bisschen hier in den Vorgärten um. Die Nachbarin dort drüben, die ist recht nett. Die wird dich nicht hauen. Dort sollte so ein Sandras, also so zur Sandras-Wohnung. Bin gleich wieder da. Ja, dann würde ich halt in die Wohnung reingehen, dann einmal Boogie suchen. Mhm. Boogie. Ja, Boogie sitzt auf der Anrichte. Hey, Großer! Ich komme rein, schließe die Tür hinter mir. Dann wird so ganz zärtlich erstmal so der Kopf massiert. Na, wie geht's dir? Gut. Schön. Du, ich wollte ja was sagen. Ich habe dir ja von dem erzählt, was ich irgendwie vorhab. Dass ich mir ein paar Tiere zusammentrommeln wollte. Und ich weiß, das ist schwierig zwischen dir und Hunden. Aber wäre das in Ordnung, wenn ein neuer Freund von mir hier ab und zu mal übernachten könnte? Wo denn noch? Naja, ich schlafe ja Bett hier recht wenig. Das kann ich ihm sagen, ist kein Problem. Du hast doch Couch auch. Klappe. Sessel ist von Chat. Ich schaue auf den Sessel, wo auf die komplette Sessel ist. Da hängt so diese dicke, fette Katze. Der hält auch so auf dem Rücken. Ja, aber wie ist es denn mit dem Teppich? Ich meine, klettern tust du sowieso auf den Regalen. Na gut, aber nur ab und zu. Nur ab und zu. Ach, ich wusste doch, ich kann mich auf dich verlassen. Gehe so richtig durch das Fell, von vorne nach hinten. Gut, ich hole ihn rein. Ja, dann gehe ich nach draußen, dann gucke ich, ob Pongo noch da ist. Ja, der ist halt gerade den Gartenzaun entlang gegangen, durch so ein Loch durchgeschlüpft in den Nachbargarten. Ja, dann pfeife ich einmal und wicke ihm so her. Komm, Großer, und rufe ich auch so wirklich. Pongo, für die Zukunft, also
der Nachbar vielleicht. Das riecht gut hier. Oh, das riecht ganz gut. Riecht bestimmt gut hier. Schau so links und rechts. Hm. Gut, komm rein. Ich möchte dich meinen besten Freund vorstellen. Ja, komm ich rein. Der hat ja nichts. Deswegen würde ich so ein bisschen würde ich an der Seite halten, schließt die Tür dann hinter mir. Dann siehst du die Katze da oben? Boogie sitzt da so und wie so auf so einem Thron. Hm. Er wirkt etwas hochnäsig für dich vielleicht. Aber er wohnt halt hier. Aber ich habe mit ihm geredet. Boogie schaut auch gerade mit so einem Blick so. Mhm. Aber ich habe ihn gefragt und für ihn wäre es in Ordnung, wenn du dich hier etwas breit machen möchtest. Dann deutest du auf den Teppich. Der Fußboden ist auch warm. Und wenn du was zu essen möchtest, dann habe ich da was für dich. Und dann hole ich noch aus einem Schränkchen. Das werde ich vermutlich dann irgendwann in der Zeit auch mal wieder repariert haben. Die war ja, glaube ich, auch irgendwie aus den Angeln gerissen und Katzenfutter lag darum. Da habe ich tatsächlich schon in Vorbereitung so ein hier Frohlich-Äquivalent aus Amerika einblenden. So eine kleine Tüte quasi rausgesucht. Dann habe ich hier auch einen kleinen Napf für dich. Wenn du möchtest, dann bediene dich da einfach dran, wenn du Hunger hast. Okay? Ja. Boogie guckt jetzt auf den Napf, guckt auf dich. Warum ist der größer als meiner? Weil er ein Hund ist. Die hat nur mal ein größeres Maul. Ich will den größeren Napf. Boogie, darüber diskutieren wir später. Ja, ich gucke dann so zur Katze, zu ihm. Also, wenn du möchtest, dann nimm dir gerne was. Und ja, wie gesagt, sei dir sicher, wenn du draußen bist und du gerade mal nicht weißt, wo du hin möchtest, Bongo, dann kannst du immer wieder zu mir kommen. Okay? Dann gehe ich nochmal so über den Rücken, klopfe ihn da einmal so. Ich glaube, das wird eine schöne Freundschaft, Bongo. Ach so, und was die Katze angeht, er ist ein wenig schwierig. er ist etwas schwierig. Und er gehört nicht mir. Wie gesagt, gehört meinem Weibchen. Aber ich rede mit ihm nochmal. Auch den bitte. Nicht beißen. Und ich gucke so auf den, der war ja auch so ein bisschen zerlauster, so ein bisschen. Und auch wenn er nervt, probieren in Ruhe zu lassen. Er bewegt sich eh selten weiter als das da. Ich kreise so den Sessel ein. Okay? Ansonsten kannst du natürlich kann umgehen, wenn du möchtest. Ich werde die Tage hier eine kleine Klappe für dich reinbauen. Nee. Ja, tappert auf den Teppich. Ein paar Mal hin und her. Legt sich dann ein. Chat guckt so rüber. Warum stelle ich mir Chat immer als Jabba der Hutt Katze vor? Ja, so eine Mischung aus Jabba der Hutt und Garfield, ja. Ja, dann beobachte ich das so ein bisschen, richte ich so auf, lege es wieder hin. Der ist eh schmerzfrei. Ja, dann stelle ich mich so hin, Arme in die Seite. Gut. Jetzt muss ich das nur noch einer weiß machen. Tja, ich muss zu Rowan. Gut, dass sie gerade keine Widerworte geben kann. Ja, ja. Die lief wahrscheinlich gerade noch im Schlafzimmer. Schatz, ich muss jetzt kurz los. Ich erkläre dir das später genauer. Ja, und dann würde ich wahrscheinlich auch losgehen. Wir hätten ja ein Gesprächstermin. Ich würde mich dann wieder aufmachen, mal gucken. Habe ich denn nochmal die, oder hat mich, lieber andersrum, hat mich die Nachbarin wieder erkannt, von der ich ja weiß, dass das, ich glaube, von der ich weiß, dass das Sams Freundin ist, ne? Weil dementsprechend, die hast du zwischendurch mal gesehen, ja, auf jeden Fall.
Ich würde dann aber versuchen, wieder peinlichen Smalltalk zu vermeiden, weil, je weniger Möglichkeiten es gibt, dass ich mich verplappern kann, desto... Deswegen erzählte sie Scarlett ja auch, dass sie an sie meiden. Ja, genau. Und da mir ja auch wahrscheinlich eindrücklich gesagt wurde, dass die Finger von ihr, wobei ich ja nur nett gewesen bin beim einen Zug, aber das ist ja war ja eher ungewollt. Dann würde ich mich tatsächlich auch diesmal nicht durch die Kanalisation, ich habe das letzte Mal gehört, dass das irgendwie nicht so toll ist für die anderen, ich meine, wo wir ja alle nicht riechen können, aber würde ich mich einmal ganz normal, casual, aber halt schon irgendwie, ne, die Schiebermütze weit nach unten gezogen und vermutlich auch im Laufe der Zeit habe ich auch was bekommen, wo die Kameras und so platziert sind, würde ich mich dann ja ein bisschen verdeckter eben dann auch zum Club begeben. Denn da wollen wir uns ja heute nochmal groß besprechen. Ja, im Club gucken wir uns mal an, was hat denn Sam während den ganzen Sachen gemacht. Die wird irgendwann eine Chance genutzt haben, wo Ronan mal aus dem Haus war. Vielleicht war er ja schon bei unserer Prinzigkeit, weil es ja darum ging, auch den Rat einzuberufen und so. Die Gelegenheit wird sie genutzt haben, um die Thinbloods loszuwerden. Oha. Und wie das? Sie wäre mit den beiden in die Wüste, also wir hatten ja zwei, ne? Und bei einem wussten wir ja sicher, dass er, also bei ihm wussten wir, glaube ich, sicher, dass er ein Thinblood ist. Das hatte Ronan rausgefunden. Ich weiß nicht, bei der anderen, ich hätte quasi versucht, Experimente anzustellen, ob sie noch ein Mensch ist. Wie? Ich hätte den beiden einfach, also geguckt, wie sie auf so Sachen wie Nahrungsentzug reagieren und sie beobachtet, ob sie noch atmet und so. Also erstmal wahrscheinlich so beobachtet, ob es da irgendwelche Zeichen vielleicht gab, dass sie kein Mensch mehr ist. Also die atmen beide. Okay. Würde man es Nahrungsentzug ist jetzt auch immer so irgendwie über. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ein paar Stunden ist das halt auch nicht so schlimm, ne? Würde man es im Blut eigentlich schmecken? Also generell würdest du Vampirblut wahrscheinlich, also Vampirblut kannst, würdest du erkennen, ja. Frage ist halt, wie das bei Thinbloods ist. Das ist halt immer so eine Sache. Die sind halt anders. Aber du kannst das gerne ausprobieren. Ja, dann würde ich es mal bei ihr probieren, ob irgendwie, ob es nach nicht mehr nach menschlichem Blut schmeckt. Dann mach mal einen Wurf auf Medizin? Guck mal. Ja, warum nicht? Also Intelligenz und Medizin. Ja. Oder ich würde für Vampir eher Okkultismus vielleicht. Das ist, glaube ich, besser. Okay, warte mal. Gefällt mir. Und Intelligenz dazu. Ein. Moment. Ein Erfolg. Ja, es ist sehr schwierig festzustellen und mit einem Erfolg ist wirklich nur ein. Du hast so viel Hunger, ne? Okay. Mit einem Erfolg wirst du da, glaube ich, keinen großen, also das, du bist ja einfach nicht sicher. Also, wenn du hundertprozentig sicher sein willst, also es könnte, da ist irgendwas,
Aber du hast jetzt auch noch nie irgendwie den Unterschied zwischen einem Ghoul und einem Menschen und so. Könnte auch ein Ghoul sein. Irgendwas ist da, aber hundertprozentig sicher bist du immer noch nicht. Könnte ich mir da einen Hunger wieder negieren, wenn ich eh probiere? Kannst, solange du den nicht tötest, kannst du auch die alles also so weit drunter trinken, bis du auf einen Hunger musst. Gut. Na. Ist jetzt der Bogen eingefroren? Gut. Dann würde ich 2 Hunger. Gut. Dann machen wir das doch anders. Hat der junge Mann einen Führerschein? Kann der Auto fahren? Beide Führerscheine, ja. Dann würde ich Ihnen vorschlagen, wir machen einen Ausflug mit getrennten Autos. Mhm. Das heißt, ich würde noch irgendwo ein zweites Auto auftreiben. Also ich schätze mal, man kann da irgendwo auch so Schrottkarren, also so. Garantiert, ja. Und zwar ein Ausflug außerhalb der Stadt und die beiden fahren vor, ich fahre nicht hinterher. Ja, mach für mich nochmal einen Test auf ein Auto beschaffen, Geistesschärfe und ja, Überleben passt nicht so richtig was irgendwie. Szenekenntnis wäre vielleicht ganz gut. Was war das auf Englisch nochmal? Sorry. Streetwise. Ja. Okay. Weil ich den Bogen auf Englisch habe, deshalb. Mhm. Ja. Ein Erfolg. Okay. Also es ging mir jetzt nur darum, um zu gucken, irgendwie wie unauffällig das irgendwie vonstatten geht. Also es ist jetzt im Zweifel wird jetzt irgendjemand, der da gezielt nachschaut, irgendwie, ob jemand irgendwie Autos geholt hat oder so, wird das rauskriegen können. Also es ist ja. Ich habe ja ein eigenes Auto, ich würde halt für die noch irgendwie so eine Schrottkarre halt irgendwo kaufen. Also wie gesagt, so nach dem Motto hat noch 2 Monate TÜV oder so eine Notfallkarre und genau. Also wie gesagt, mit dem einen Erfolg schaffst du es, kein Ding, aber es ist halt irgendwie, wenn da jetzt jemand gezielt nachguckt, nach sowas, solchen Aktionen, dann würde der das auch nachvollziehen. Dann weißt du, dass ich ein Auto gekauft habe, ja. Genau, ja. Ist okay. Gut, dann hast du einen alten, keine Ahnung, was gibt es in den USA, so einen alten Pickup? Alter Dodge. Mir sagen lassen, in den USA fährt man keine kleinen Autos. Ja, dann würde ich sagen, also ich habe die ja immer noch unter der Verzückung quasi, würde ich eben runtergehen in den Keller und kommt, lass uns einen Ausflug machen. Ja. Kein Ding, die würden machen auf jeden Fall mit. Genau. Und wie gesagt, ich würde sagen, komm, wir fahren da und dahin. Das ist ich da in Richtung Westen zur nächsten größeren Stadt und dass sie im vorderen Auto fahren sollen und ich ihnen hinterher. Mhm. Das ist ich da, da gibt es sicher eine Mall oder so, dass die da vorfahren sollen und ich ihn dann hinterherfahre, weil sie sich da ein bisschen besser auskennen. Ja, kein Ding. Und? Passiert irgendwas, als sie die Stadtgrenze überqueren mit ihrem Auto? Das Auto fängt irgendwann an zu schlingern und fährt in den Graben. Gut. Würde ich noch ein bisschen abwarten, ob irgendwer noch auftaucht und wenn nicht, dann taucht keiner mehr auf. Gut.
Aber das ist mindestens, also für zwei Morde ist das ein Stain für jeden. Ist okay. Würfeln wir nachher oder direkt? Immer am Ende der Session, ja. Okay. Gut. Okay, dann kommen wir zu dem, was Ronan zwischendurch angestellt hat. Ja, die letzten Tage, ja. Also er wird sich erstmal alles genau von Joe Hutt anhören lassen. Mhm. Also wir können das an dieser Stelle jetzt auch mal grob beschreiben, was in dem Gespräch noch, also was wolltest du noch von ihm wissen, nachdem er dir das so gesagt hat, was beim letzten Mal war? Also quasi, warum, denke ich, ist klar, da braucht man nicht groß fragen, aber das halt, wie, weil es war ja nicht genau klar, so wo sie halt ist. Wie ich sie gefunden habe oder wie ich sie getötet habe? Sowohl als auch. Sie war unvorsichtig. Inwiefern? Hat sich zu lange an Stellen gewagt, die einsehbar sind. Hattest du das geplant oder so war das dann ein Zufall in dem Moment? Seit dem Verrat plane ich das schon jede Nacht. Mich hat nichts mehr anderes umgetrieben. Und dann hast du einen auf Othello gemacht. Wenn du so willst. Und du bist sicher, dass sie tot ist? Sehr sicher. Hast du ihre Asche? Oder ist die irgendwo schon... Was willst du damit? Beweisstücke. Ich habe sie aufgesammelt. Wenn nicht, hat das irgendwer sonst mitbekommen? Natürlich nicht. Natürlich ist in dieser Stadt gar nichts mehr. Wie stümperhaft hältst du mich? Das hat nichts mit stümperhaft zu tun, aber eine Obsession kann einen manchmal für Kleinigkeiten blind machen. Ich lebe schon viel zu lange, um mir über Kleinigkeiten keine Gedanken zu machen. Das heißt, sie wird jetzt vermutlich auch so langsam vermisst werden. Natürlich. Sie ist der Sehneschall gewesen. Okay, und warum stellst du dich dann? Weil es ein Verbrechen ist. Sorry, Joe, das wusstest du schon vorher. Du hast den Richtig. Job lange genug gemacht. Da steckt irgend noch eine andere Absicht hinter, ob du das nicht unter den Tisch kehrst. Verstehe deine
Frage nicht ganz. Ich habe inzwischen gelernt, dass kein Kainit, der länger als, sagen wir mal, 10 Jahre rumeiert, irgendetwas ohne tieferen Sinn macht. Sagen wir so, mir liegt es am Herzen, dass die Regeln der Camarilla eingehalten werden. Aber in dieser einen Sache konnte ich das nicht und ich muss mich den Konsequenzen stellen. Ich hätte natürlich auch eine lang angelegte Intrige spinnen können, wie das sonst üblich ist, und sie auf irgendeine andere Weise loswerden können. Aber das hätte nicht die gleiche Satisfaktion gehabt. Und da du dich direkt stellst, entfällt deine Blutjagd. Es gibt nichts in dieser Stadt, was überflüssiger wäre als eine Blutjagd. Darüber hinaus fühle ich mich nicht mehr wohl mit meinem Unleben und dem Verrat. Weiß nicht mehr, wem ich trauen und nicht trauen kann. Wenn du das als tiefere Begründung ansehen willst. Ich habe das Gefühl, ich müsste weg von hier. Und ich will nicht mit Pranava handeln müssen. Also gehe ich zu meinen Konditionen. Weißt du, wie Pranava die Stadt verlässt? Nein. Wäre auch so schön gewesen. Darüber hinaus liegt mir an der Struktur der Camarilla in dieser Stadt etwas. Und ich sehe, wie sie langsam, aber sicher zerfällt. Und mein Ableben, wie ich am Anfang schon sagte, hat den Effekt, dass man da wieder vielleicht etwas gerade biegen kann. Malcolm spricht über euch Neulinge. Und alles, was er erzählt, klingt mir so, als ob es das ist, was diese Stadt braucht. Aber wenn ihr so weitermacht, wie ihr bisher macht, werdet ihr niemals weit kommen. Ihr braucht ein Zeichen. Hast du Malcolm von deiner tollen Idee erzählt? Nein. Er würde Toll. Das nicht gut heißen. Das heißt also, wenn ich dann Pech habe, habe ich einen Malcolm an den Haken. Du bist im Recht. Hätte ich ihm erzählt, hätte er mich getötet und nicht du. Und das wäre nicht der Effekt gewesen, den ich erzielen möchte. Wie gesagt, ich möchte zu meinen Konditionen gehen. Ja. Irgendwie kann ich das sogar nachvollziehen. Und ich möchte, dass man nach mir besser leben kann. Du weißt, die Menschen machen sowas, wenn sie ihren Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen wollen. Dasselbe wollte ich mit Amanda. Und sie hat mich verraten. Ich gebe zu, da ist etwas in mir zerbrochen, Ronan. Der letzte Teil, der mich hier hielt. Gibt es etwas, das du wirklich, wirklich bereust?
weiß nicht, ob ich für Reue noch groß empfänglich bin. Dafür bin ich zu sehr Pragmatiker. Ist vielleicht die letzte Gelegenheit, einmal drüber nachzudenken. Das heißt doch, es geht sich leichter mit deinem reinen Gewissen oder der Entsprechung davon. Wenn du mal einmal so alt bist wie ich, wirst du vielleicht anders auf diese Blinge sehen als ich. Schuld ist nur ein Konstrukt. Oder sagen wir anders, was denkst du, war der größte Fehler, den du gemacht hast? Ich habe viele Fehler gemacht. Vielleicht der größte war, Amanda zu zeugen. Naja, du wirst was in ihr gesehen haben. Ja. Die Tunnel unter der Stadt. Gehören den Nosferatus. Wenn du gehst, fällt dein Anteil an die anderen oder bleibt es verwaist? Es gibt keinen Anteil. Der ganze Clan ist dort. Es funktioniert nicht wie bei euch, Tremere. Wir teilen. Hast du eine Ahnung, was unter der Stadt liegt? Es gibt einen Abschnitt, der abgeriegelt und zugemauert wurde, unter dem Krankenhaus. Ja, das passt ja mal wieder ins Schema. Es gibt einen Zugangsschlüssel für diesen Bereich. Und der ist wo? Victoria hat ihn, soweit ich weiß, als letztes gehabt. Aber sie weiß nicht, was es ist. Dann willst du auch das ganze dramatische Prozedere haben, ja? Wenn wir das ganze dramatische Prozedere weglassen, ist der Effekt nicht so, wie er sein soll. Gut. Dann machen wir das ganz streng nach Vorschrift mit Anklageschrift und allem. Ich bitte darum. Hast du einen letzten Wunsch? Dieser Abschnitt unter dem Krankenhaus darf nicht betreten werden. Das war schon Idos Wunsch damals. Ich bin mir nicht sicher, ob sich jeder in der Zeit dran gehalten hat. Ich auch nicht. Aber manchmal es wäre gut, es sicherzustellen. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, diese Stadt zu retten, oder zumindest sicher zu machen, werden wir sie finden. Ich tue mir leid, dass ich dir nicht viel über diese Sache sagen kann. Ido war darin verwickelt und der alte La Sombra. Graham.
Ich denke, da hatten einige ihre Finger im Spiel in dieser Stadt. Niemand weiß, was das genau ist. Ich weiß nicht, wie viel Graham weiß, weil er das Krankenhaus hüstet wie seinen Augapfel. Aber die Vorschriften waren klar von Indo. Das Ding bleibt da. Und du hast nicht die geringste Ahnung, was das sein könnte, dass er irgendwann mal was hat fallen lassen. Es gibt Gerüchte innerhalb des Clans. Gerüchte sind besser als gar nichts. Es heißt, man hat einen Teil der Realität herausgerissen und ihn dort eingepflanzt. Was auch immer das bedeutet. Clan Nosferatu war sehr gezielgerichtet darin, herauszufinden, was es ist. Und wegen der Barriere und meiner Anwesenheit haben sie sich abwimmeln lassen, da diese Stadt eine Todesfalle für sie darstellt. Ja, die Kuppel habe ich bemerkt. Wenn du mich fragst, ist die Kuppel wegen dem da, was da unten ist. Und die selbst Erdbeben? Das weiß ich nicht. Du kannst noch ein bisschen nachdenken, was deinen letzten Wunsch betrifft. Wenn möglich, bring Ordnung in die Stadt. Das wäre mein letzter Wunsch. Du weißt aber schon, dass deine Ordnung nicht unbedingt meiner Ordnung entsprechen muss. Das kann gut sein. Aber wie ich mit Malcolm schon diskutiert habe, wessen Ordnung wäre stattdessen förderlich? Sabras? Allens? Darauf Grahams? Malcolm meint, so sehr du stümperhaft agierst in dem, was du tust, so ein gutes Herz hast du. Ich bin nicht mehr gut darin, so etwas zu wertschätzen oder zu erkennen. Daher verlasse ich mich mal auf das, was er sagt. Am Ersteren kann man arbeiten, am Zweiteren kann man nicht arbeiten. Das hat man oder hat es nicht. Egal, was du tust, wenn du dich vom Herz leisten lässt, wird es richtig sein. Okay, so. Wie heißt es so schön? Dein Wille geschehe. So war es immer. Darauf ein Amen. Du weißt, wo du mich findest. Wird dann noch so, weil sie die Sache, die ihm gesagt hat, kurz notieren. Ja. Und dann halt die nächsten, sag ich mal, Tage etwas das Ganze vorbereiten, also so wirklich mit Anklageschrift und Einberufen des Elysiums und der Verhandlungen und allem drum und dran, pipapo. Und das dann ordnungsgemäß
übergeben. Gut. Das wird auf jeden Fall volle Aufmerksamkeit und einige Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, Sam hat auch auf jeden Fall gut Möglichkeiten, die Thin Bloods mit denen das zu tun, was du eben gemacht hast, weil Svone nicht da war. Haha. Ja, das war eine passende Gelegenheit. Ja. Du bist ungestört im Keller jetzt. Die Zellen sind leer. Weiß nicht, ob das Svone in der Arbeit so schnell auffällt, aber ja, irgendwann sind sie halt tatsächlich leer, ja. Und dann ist dann halt der Termin, den du mit den anderen gesetzt hast, zum Aussprechen gekommen. Und Bruce, Scarlett, Sam und Ronan finden sich im Club. Vielleicht in Sams Büro ist, glaube ich, das Einfachste zur Besprechung wieder. Gerade was gucken. Tatsächlich hat er nicht Sinnblatt auch jetzt gar nicht gedacht. Also er war in der Zwischenzeit auch nicht mehr im Keller. Der verbringt jetzt gerade die Zeit mit Jelly. Sachen nachholen. Dinge tun. Sich menschlich fühlen. Ja. Ja, dann kehrst du dann vielleicht ist ja das Wochenende, weil es ja vergangen, kehrst du dann zurück in den Pub, wenn du da vorher nicht, also nicht in den Pub, in den Club, wo du jetzt vorher nicht mehr so oft warst. Dann trefft ihr euch da. Bei Sam. Club sieht inzwischen schon ziemlich gut aus. Denke ich. Es geht voran. Der Club hatte einen Namen, ne? Ja. Gerade nicht. Moment. Muss ich selber nachgucken jetzt. Ich muss den auch kurz nochmal suchen, aber er hat einen Namen. Denn der Sicherheitschef hatte mal nachgefragt. Er hat einen Namen. Den geben wir dann aber erst offiziell bekannt, wenn die Eröffnung ist, ja. Genau. No Name Club. Ja. Ronan wirkt sehr nachdenklich, als er eintrifft. Ich denke, Scarlett wird wahrscheinlich etwas aufgekratzt ankommen, weil sie hat ja, weiß ich nicht, Tentakel gezüchtet, obwohl die Tentakel sich nicht vermehrt haben. Aber sie sind auch nicht weniger geworden. Also die sind weiterhin so da, wie sie da sind. War aber in diesem kleinen Terrarium umher. Nee, dann versuchen ist es sich so mit draußen rauszukommen, aber da ist ja ein Deckel drauf. Dann ist es enttäuschend. Dann ist sie nicht aufgekratzt, sondern eher so ein bisschen meh. Hätte besser laufen können. Dass du ihnen die Seele manipulieren von einem rumänischen Vampir geben. Manipulieren kannst du sie aber, wenn du sie mit den Schattenkräften irgendwie anpackst, dann kannst du sie auch irgendwie manipulieren. Aber halt, fantastisch. Dann werden die auch früher oder später Namen kriegen. Chat 1, Chat 2. Ja. Nee, eigentlich ist es halt ja nur eine große wabernde Masse, die ab und zu mal so. Ja, ich stelle mir das vor wie so eine Amöbe, die halt immer wieder so die Form ändert und ab und an mal so Ausstülpungen kriegt. Ja, so ähnlich. Das klingt so falsch. Ja. Jimmy, Blue und Ochsenknecht, ne, heißen die dann. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht kommen Bruce und Scarlett sogar zusammen an. Mhm. Ja, Scarlett wieder ihre Bücherchen, wie immer so unterm Arm geklemmt. So, oh, hi. Hi. Ich guck so, das sind wahrscheinlich wieder einige. Mhm. Soll ich die nicht mal abnehmen? Nee, das passt schon. Gut, wie du meinst. Ich bin stärker, als ich aussehe. Das habe ich gesehen, danke. Ja, so, das, manchmal vergesse ich, wie stark ich sein kann. Ich guck nochmal so an dir herunter. Ich auch. Aber mach ja nichts. Dann
kraul ich es so wieder oben. Also ich habe wieder diesen großen Camper-Rucksack auf. Da guckt ab und zu mal noch so eine Katze heraus. So. Ach, wie süß. Kennt ihr euch noch nicht? Ich glaube nicht. Dann sagt sie ihm, komm mal ein Stück mehr raus. Also sagt dann zu Boogie. Steckt den Kopf ein bisschen weiter aus der Tasche. Das ist Boogie. Ich knie mich kurz hin. Scarlett streckt so die Hand aus, aber so ganz vorsichtig, weil sie eigentlich weiß, Tiere und Scarlett funktionieren nicht. Ja, Boogie ist auch skeptisch. Stellt auch so ein bisschen so die Haare so ein bisschen buckelig, aber... Vielleicht müsst ihr euch erstmal kennenlernen, aber... Es passt schon, Bruce. Ich weiß, ich und Tiere, das funktioniert nicht. Das ist wie mit der Technik. Ich glaube, sie fühlen das. Aber ich hoffe, es geht deinen... Denen geht's super. Na, leider sind das nicht mehr geworden. Ich hatte echt gedacht, ich kann die vielleicht, weißt du, so ein bisschen... Du willst sie züchten? Ja, quasi. Aber nur aus... Also Forschungsaspekten. Ja, natürlich. Oder? Ich habe nicht vor, die Stadt damit zu überrennen. Ich weiß nicht, was man mit den Dingern machen kann. Ich kenne das seit ungefähr anderthalb Wochen erst. Na, möchtest du auch welche haben? Ich bin mir nein, sicher, nein, ich könnte die teilen. Ich habe jetzt schon einen Zoo bei mir in der Bude. Ich kann nicht noch mehr aufstehen. Irgendwann komme ich nicht mehr wieder, weil Anna mich köpft. Das kann ich nicht bringen. Ich glaube, normale gutes Recht noch. Noch bist du auch noch nicht frei von deiner Sire eigentlich. Darüber reden wir später. Ich muss ein bisschen kürzer treten. Ich fühle mich wie Dr. Doolittle in der letzten Zeit. Aber ich glaube auch, ich bin, glaube ich, nicht so affin zu Schatten, was auch immer das für... Verständlich. Den Tag, wie auch immer. Naja, wenn man bedenkt, dass die Dinger direkt aus dem Abyss kommen, ich glaube, die wenigsten haben da einen Hang dazu. Ich glaube, das muss man im Blut haben. Ach so, für mich nochmal als Unwissenden, was ist dieser Abgrund, Abyss? Ist das so eine Zwischenwelt? Stell dir das wie ein Schichtkuchen vor. Also das sind hier quasi die Fleischlande nennt man die so in der allgemeinen Zunge, da wo wir halt quasi die Menschen leben. Dann gehst du eine Etage weiter nach unten, da sind die Schattenlande. Das sind so, wo Geister und so weiter so vor sich hin existieren. Das ist quasi ein Abbild unserer Realität, halt nur dort unten. Da stehen auch noch die Twin Towers. Das weißt du, weil du da hingehen kannst? Na, um Gottes Willen. Wenn ich das könnte, dann wäre ich nicht mehr hier. Dann würde ich wahrscheinlich ganz woanders sein und ganz andere Dinge tun. Aber gut zu wissen, dass da die Tower noch stehen. Ich kratze mir so im Kopf. Und noch eine Etage weiter unten drunter, das ist quasi der Abyss. Die Hölle. Es gibt keinen Himmel und Hölle. Also davon kannst du dich erstmal verabschieden, von diesem Gedankengut. Aber das ist quasi die untersten Tiefen. Quasi. Wo all Schmerz, Hass, Gefühle... Der endgültige Abgrund, sagen wir es mal so. Die endgültige Schwärze. Und das Ding kommt, die Dinger kommen da raus? Genau, die Tentakeln kommen quasi direkt da raus. Das ist das alles verzehrende Nichts. Und warum sollte ich das nochmal als Haustier haben wollen? Ich wollte Smalltalk machen. Ja, ich lache auch kurz. Ja, alles gut. Ich bin nur neu in dem ganzen Zeug. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, das mit dem Pop, das war ein bisschen viel für mich. Ich probiere da reinzukommen. Aber kein Problem, wenn du neugierig bist und ich halte die Bücher so hoch, ich kann dir gerne ein bisschen mehr erklären, so allgemein, so über uns, über Kainiten und so. Ich würde mal mir so die Buchrücken angucken. Was sind das denn für Bücher? Also viele handgeschriebene Sachen, wo du auch Alexander Moore lesen kannst. So, haben die Dinger mal gehört. Und auch so ein paar normale Werke, also ganz normale Printmedien, aber halt alles ein bisschen älter. Mhm. Ich gucke mir die so an, nochmal ganz kurz. Oha. Gerne.
Anna hat da jetzt auch nicht so die Affinität zu. Wie alt ist das Ding? War das so ein altes Buch, vermutlich? Puh, ich würde schätzen, so locker über 100, 150 Jahre. Das hat schon meinem Sire gehört. Es wird gut gehegt und gepflegt. Das Buch an, das glaube ich. Er überlegt kurz. Gerne. Also das Angebot mit dem. Ich will ja nicht immer der absolute Nubi hier sein. Es kam jetzt alles irgendwie so schnell auf einmal. Kann ich verstehen. Du wirkst auch noch recht unsicher, was das alles angeht. Ja, unsicher ist gut. Ich habe davon gar keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich weiß, wie mein Clan heißt. Ich weiß auch nur so grob die, also ich kriege auch nur so Stereotypen mitgeteilt, so die Malkavs sind die Irren. Meistens trifft es das ganz gut. Ja, also so grob halt. Ventru sind die Großkotze, so reiche Leute, ich habe keine Ahnung. Also nur das, was halt Anna mir gesagt hat. Und jetzt nach einer reflektiert wahrscheinlich auch ein bisschen behaftete Meinung. Also Vorurteile sind bei uns allen vorhanden. Aber sagen wir es mal so, du kannst stolz auf dein Blut sein. Euer Clan hat halt noch die Möglichkeit, mit Tieren zu interagieren. Das ist den meisten von uns anderen verwehrt. Ja, das ist gut, nicht wahr? Ich stecke wieder so oben die Hand rein, also in den Rucksack, und dann sehe ich so diesen, also das passt auch gerade so mit dem Arm, kraul ich wieder so. Das würde mir auch fehlen, glaube ich. Ach, das ist... Oh. Ach, deshalb faucht er jedes Mal Ronan an. Ich verstehe. Vermutlich, ja. Nun gut. Ich meine, wenn ich Ronan das erste Mal sehen würde, würde ich das auch verstehen, aber der war schon ein bisschen öfter da. Zwinker so. Scarlett lacht. Ich gucke dann so auf meine... Diese tätowierten Gangster. Ja, diese irischen tätowierten Gangster. Ich weiß nicht, soll ich dann einfach mal bei dir vorbeischauen oder? Klar, gerne. Also ich weiß ja nicht, ich glaube, Anna wird das nicht wollen, dass ich auf einmal bei dir vor der Tür stehe. Nein, bloß nicht. Ist nicht nur Anna. Druck so ein bisschen rum, wir fangen an, einen Zoo bei uns in der Bude zu haben. Okay, also klar, gönn dir. Ich habe auch von Gangrel aus anderen Städten gehört, die betreuen Zoos und so weiter, was sich ja anbietet. Oh, ich mach so eine Geste halt und dann, oh, das wäre ein Traum. Naja, ich meine, ich war ja nun mal auch hier in der Stadt, um Tiere zu beobachten, da ist das, ja. Aber gibt es in dieser Stadt einen Zoo? Nee, dafür ist die Nein. Klein. Nein, es gibt nur eine dreckige Tierhandlung, da habe ich einen Kater her. Also wenn irgendwann mal, wohl, wahrscheinlich nicht, wenn irgendwelche Menschen, die Bekannten von dir mal, also holt das dann nicht, das ist eine ekelhafte Dreckskaschemme. Und die Katze ist dementsprechend. Aber es war ein Geschenk für Anna. Vom Nasenrücken. So, ich bereue es. Ich gucke dann so auf diese billige Walmart-Uhr. Ja, wir sollen, glaube ich, langsam mal reingehen. Oh, definitiv. Oh, ich vergesse mal die Zeit. Ich auch. Und dann ab rein. Ja, genau. Hallo? Komm doch hoch ins Büro. Na gut. Ja. Ihr wisst doch eigentlich inzwischen, wo ihr hin müsst. Ich klopfe trotzdem mal. Kann ja, sagen, anklopfen ist ja okay, aber... Ihr steht dann immer so unten rum und guckt euch um, als wüsstet ihr nicht, wo ihr hin müsst. Würde ich aber auch im Real Life so machen. Ja, ist okay. Ich bin da so gewohnt, ja. Ich wurde höflich erzogen, das kriege ich nicht mehr raus. Ich meine, ich habe da noch ganz bisschen Zeit dafür. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall wieder rein. Wird dann wahrscheinlich, wenn ich dann so über die Türpforte gehe, dann auch den Rucksack erstmal abstellen. Der ist auch randvoll mit allem möglichen Zeug. Dann darf er raus. Dort auf den Rucksack. Ja. Gut,
Dann sag ich so, Boogie, du kannst dich umschauen, aber bleib bitte hier. Miau. Und nichts runterwerfen. Ich schaue so auf die Regale. Miau. Dann mache ich so eine Geste und dann würde ich mich hinsetzen. Ich sitze auf dem Schreibtisch und baumel mit den Beinen. Hm. Weil ich weiß ja, was Ronan erzählen wird schon. Hm. Garlet setzt sich einfach auf einen Stuhl. Hm. Und ein nachdenklicher Ronan. Ja. Vermutlich so diesen anfänglich weirden Moment geben, wo alle sich so angucken. Ich würde ihn irgendwann so in die Rippen pieksen haben, oder erzählst du es jetzt? Oder soll ich das machen? Amanda ist tot. Okay. Und zwar tot im Sinne von endgültig tot. Das dachte ich mir schon. Joe hat sie umgelegt. Er hat sein eigenes Kind getötet? Ja. Warum? Wow. Weil sie ihn verraten hat? Mhm. Ist da was an mir vorbeigegangen? Beim Elysium? Ich erinnere mich. Und auf einmal war die Nosferatu Seneschall. Oh. Hm. Joe war sehr enttäuscht von seinem Kind und die sind die ganze Zeit umeinander rumgeschlichen und es ist zu einer Othello-Hamlet-mäßigen Obsession verkommen. Hm. Ich meine, die zwei Faktoren, die hier reinspielen, sind, sie war längst freigesprochen, dass sie war ein freier Kainit, auch wenn er ihr Zeuge ist. Das ist Mord an einem Kainiten und es ist Mord am Seneschall. Und das bedeutet? Joes Wunsch gemäß sollte es nach absoluten Camarilla-Statuten ablaufen. Er ist beständig und steht unter Hausarrest. Es wird einen offiziellen Prozess geben, wo das Ganze aufgedröselt wird. Das wird das nächste Elysium sein. Da werden dann alle Primogene da sein, restlos alle. Haben wir das dann mit Angela? Zumindest die, die können. Aber dem fernzubleiben ohne einen wirklich triftigen Grund ist mehr als ein Fauxpas. Dann, da der Fall klar ist, bleibt mir dann nur eine Funktion. Ich töte Joe. Kann dir das auch abnehmen? Nein. Ich. In diesem Fall geht es darum, dass Joe weiß, er weiß, welchen Ruf er hat, den er selber aufgebaut. Über Jahrzehnte. Er hat keine Lust mehr auf diesen Mist. Er ist, ich glaube, im Grunde seines Herzens ist er müde. Wer könnte es dir verdenken? Und er denkt, dass mit dieser Tat eine Botschaft rausgeht an alle Primogene, dass ich, wir, aber in erster Linie tatsächlich ich,
nicht der Stümper bin, für den man mich hält. Und gleichzeitig wird eine Botschaft an alle Kaniten gesendet, dass sie nicht sicher sind vor uns. Meinst du, dass der Tod so eine Wirkung hat? Ja, der Tod hat immer Wirkung. Aber bedenkt man Joes Ruf und dass alle vor Joe Angst hatten. Wird es zeigen, dass ich der Sheriff bin. Könnte es aber auch nicht sein, dass das Ganze so endet, die Katze ist aus dem Haus, die Mäuse tanzen auf dem Tisch? Versteh mich nicht falsch, du machst einen Bombenjob. Du bist wirklich quasi der Privatdetektiv aus den Büchern. Wirklich, da kann man nicht drüber meckern. Aber du bist nicht Joe. Du bist nicht dieser Typ, der gnadenlose Schlechter. Und das wirst du auch nicht sein. Ich weiß. Aber mein Start war echt beschissen. Auch wenn ich nichts dafür konnte. Aber letztendlich war er beschissen. Und Scarlett, du weißt selbst, wie das läuft. Name, Ruf. Ja. Leider zählt das häufig mehr als die eigentlichen Taten, die man vollbringt. Was dazu führt, dass viele in Positionen sind, in denen sie nicht sein sollten. Diese Stadt ist aber auch verflucht klein. Deswegen wird das Wellen schlagen. Das schon, aber weißt du, ich gehe nach den Büchern und ich halte wieder die Bücher hoch. Es ist in jeder Geschichte so. Du versuchst quasi den Ruf zu übernehmen. Am Anfang wird das funktionieren. Sie werden vor dir kuschen. Du bist derjenige, der quasi den, vor dem alle Angst haben, zur Strecke bringt. Aber sie werden ihre Grenzen austesten. Am Anfang nicht, aber sukzessive. Und wenn das passiert. Wie bitte? Dann zeigen wir ihnen, dass das Austesten von Grenzen Konsequenzen hat. Aber sind wir in der Lage, beziehungsweise, ich heb so die Hand, seid ihr in der Lage, genauso zu handeln wie Joe? Nein, nicht in dem Maße, aber noch nicht. Noch nicht, richtig. Es gibt etwas, was die anderen nicht haben. Wir haben einen entscheidenden Vorteil, zwei entscheidende Vorteile. Erstens, die Macht oder das Alter hat uns noch nicht korrumpiert und gleichgültig werden lassen. Der zweite Punkt ist, den ich noch gravierender halte, wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt. Hier spielt keiner gegen den anderen. Solch eine Einheit kennen die meisten nicht mehr, weil sich das verflüchtigt. Ich kann nicht zu Joe werden, aber ich kann zeigen, dass es Konsequenzen gibt, wenn man Regeln bricht. Allerdings bleibt ein Faktor dabei, er hat Malcolm nicht eingeweiht. Ich weiß also nicht, wie Malcolm reagiert. Ich finde es ganz gut, dass er das nicht getan hat. Ja. Weil sonst könnte man vorwerfen, dass hier irgendwelche krummen Dinge am Laufen sind. Malcolms Reaktion, wenn er denn eine zeigt, wird echt sein. Aber und prinzipiell scheint er von der Art, wie wir denken, nicht abgeneigt zu sein. Und wenn dann schon mal Graham da ist, kann man ihm vielleicht zwei, drei Fragen stellen. Im Übrigen, es gibt
Joe hat mir ein paar Gerüchte erzählt. Von dem, was unter der Stadt ist. Oh, okay. Ido wusste wohl ein wenig davon. Ebenso wie dein Erzeuge, Skald. Okay. Zumindest. Und Graham. Es kommt irgendwie, es läuft fast immer wieder auf dieselben raus, ne? Er könnte uns was sagen darüber. Er hat es nicht genau verstanden, weil der Befehl an die Nosferatu erging, haltet euch davon fern. Aber das, was er angedeutet hat, ging so in die Richtung, ein Stück aus der Realität ist herausgerissen worden. Was sich damit deckt, was wir vermutet haben, dass die Ebenen durchbrochen worden sind und etwas in die jeweils anderen hineinsickern. Und jetzt ratet mal, wo sich diese Stelle befinden soll. Bitte, sag nicht das Krankenhaus, oder? Unter dem Krankenhaus. Es gibt einen verschlossenen Zugang. Mit einem Schlüssel. Von dem wohl außer Joe und vielleicht noch Graham, wo kaum noch jemand weiß, wofür der eigentlich da ist. Reden wir jetzt von einem wirklichen Schlüssel oder von... Ich denke, ein Schlüssel tatsächlich. Darfst du nicht vergessen, Joe ist auch ein bisschen altmodisch. Hm. Mich würde es nicht irritieren, wenn da irgendwo eine mit Runen übersäte Tür steht mit einem Vorhängeschloss. Solange es und das ist. Und er hat die Vermutung, dass die Kuppel dazu da ist, dieses Ding drin zu halten. Was oder dass zumindest das eindämmt. Es eindämmt. Aber dann können wir davon ausgehen, dass dort unten ein Kainit liegt. Oder die Essenz von Kainiten. Oder etwas, was eben genauso darauf reagiert wie unser Eins. Scarlet, wenn du an Seele glaubst, Schattenlande, Abyss, umherstreifende Seelen. Richtig, aber soweit ich weiß, gibt es keinen dauerhaften Weg zurück aus den Schattenlanden. Es sollte auch unmöglich sein, etwas künstlich zu schaffen. Das weiß ich, wie gesagt, nicht, ob... Und ich werfe so einen Blick zu Sam und man sieht für einen kurzen Moment wirklich die Versuchung aufblitzen. Aber ich werde keine Experimente durchführen, um das zu überprüfen. Aber Sam sagt selber, sie weiß nicht, ob das wirklich so passiert ist, wie das Andrew gerne hätte. Das weiß niemand. Aber ich denke, früher oder später, also wenn wir die Gefahr von Graham aus der Welt geschafft haben, liegt das Krankenhaus brach. Ich denke, spätestens dann müssen wir dort runter. Das wird sonst keiner tun. Nee, denke ich auch. Wenn das die Möglichkeit ist, wie wir hier rauskommen oder neue Erfahrungen bringen können, wie wir hier rauskommen. Aber dieses Ding, was dort unten liegt und diese Kuppel, wer hat diese Kuppel erschaffen? Wusste das Joe? Gerüchte. Gerüchte. Aber wenn es das ist, was du gesagt hast, kann man da nicht mit diesem Ding Kontakt aufnehmen? Egal, was es ist. Tja, vermutlich, wenn man weiß, wie, ja. Ich bin
recht sicher, dass Brennerwald zumindest irgendeinen Ansatzpunkt hat. Dann lasst uns auf ihn zugehen. Und ihn einfach fragen, wie das funktioniert. Sowas Ähnliches hatten Sam und ich schon mal versucht. Ich schätze diesen Prenava wie einen Geschäftsmann ein. Er sagt selber Import-Export. Gibt ihm etwas, was er haben möchte, und ich glaube schon, dass er dann bereit ist, zu kooperieren. Oder wir in dem Fall. Davon ab ist ein Tremere. Wissen. In Ordnung. Die Frage ist, was könnte ihn interessieren? Was wir haben und er nicht. Mhm. Den Abyss? Ich glaube, wenn er wollte, hätte er vielleicht auch Dinge erfahren können. Ich weiß nicht, wenn er Camarilla-Städte bereist, wird er dort nicht häufig La Sombra zu Gesicht bekommen. Das stimmt auch, wenn er... Allerdings würde ich ihm ungern viel über den Abyss erfahren lassen. Das ist die Frage. Was anderes weiß ich nicht. Ob wir ihm etwas anbieten können. Ich wünschte, ich könnte da behilflich sein, aber... Ich weiß auch, dass Henry sehr viele alte Schriften hat. Seine Schätze, er lässt niemanden an die ran. Vielleicht könnte ich ihn etwas bequatschen. Vielleicht ist da etwas dabei, was vielleicht den guten Prenava interessieren könnte. Und wenn es nur ein Buch ist, was geschrieben wurde in dem Jahr, in dem er geboren wurde. Was allein schon sehr interessant wird, zu wissen, wie alt er ist. Auf diesen Fotos, die Jelly gemacht hat, da war er drauf. Mhm. Ja, das sind so Sachen, die beunruhigen mich. Also ich gehe davon aus, dass wir es zumindest bei ihm auch, und da er der Lehrmeister von Veronica war, denke ich, haben wir es auch hier mit einem Kaniten zu tun, der mindestens 100 Jahre alt ist. Mhm. Und damit uns haushoch überlegen. Vermutlich. Wir wollen ihn ja nicht schaden. Es ist ein einfacher Deal, den wir ihm vorschlagen. Wir möchten etwas wissen und er nennt uns den Preis. Die Sache ist, jetzt, wie ich das bisher sehe, wirst du die Einzige, die diesen Preis wahrscheinlich zahlen kann. Außer, Ronan, du hast noch irgendwann ein Ass im Ärmel. Aber... Ich habe keine Schriften der Tremere. Das dachte ich mir, wenn du schon die Vorlesung geschwänzt hast. Aber, tja, ich denke an Schriften, mangelt es uns prinzipiell nicht, aber... Gibst du einem Heroinsüchtigen nochmal eine Extradosis? Machst du dir jetzt Sorgen um sein Wohlergehen? Nein, ich mache mir Sorgen, was er mit dem Wissen anfangen könnte, das man ihm auch tatsächlich offeriert. Ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, zu was Prenava alles in der Lage ist und was er tun könnte. Es ist immer die Frage, welche Motivation treibt jemanden an? Mein Erschaffer wusste auch viel. Ich gehe davon aus, dass mit dem Wissen hätte er Ambitionen gehabt. Hätte er durchaus die Möglichkeiten gehabt, böse Dinge anzustellen. Das hat er nicht getan. Prenava weiß ich nicht. Mag ich mir nicht einzuschätzen, ob er gut oder böse ist. Was wir wissen, ist, dass er ein Geschäftsmann ist. Böse ist bei unser eins aber auch eine sehr eigenwillige Definition. Unschuldig ist niemand von uns. Wir sind Monster, allesamt, so wie wir dastehen. Aber es gibt Monster, die mehr wie Monster sind und sich auch so verhalten. Oder es gibt Monster, die halt noch sich einen Hauch Menschlichkeit bewahrt haben. Fakt ist, wer so lange durchhält,
Der macht keine Fehler. Also ich schätze, ich kann ihm nicht wirklich viel anbieten. Du musst wissen, was du ihm anbieten könntest, Scarlett. Bruce kann ihm vermutlich auch nicht wirklich was anbieten. Und das Einzige, was du vorzuweisen hättest, Sam, wären die Schriften von Andrew. Dein Lebenslauf quasi. Kompletten Schriften oder der Brief? Ich denke, der Brief dürfte genug sein für Prenava. Wenn das die Vorgehensweise in diesen Schriften drin steht, wie dieser ganze Vorgang abgelaufen ist, dann ist das ein Fass ohne Boden. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, das ist weitaus mehr wert als nur die Information, was da unten liegt. Und mit wem er gesprochen hat. Richtig. Weil wenn das wirklich stimmig ist, was da drin steht, hältst du momentan den Schlüssel zur Unsterblichkeit in der Hand. Zu der wirklichen Unsterblichkeit, der Wiedergeburt. Und das aufzuwiegen mit Wissen, da kann uns Prenava einige Jahre was erzählen. Aber dann frage ich mich auch, was hat ihn so nervös gemacht? Oder was macht ihn so nervös? Das Übliche, vielleicht eine Grenze überschritten? Es gab doch da so einen alten Spruch. Man soll nicht mehr Teufel rufen, als man bannen kann. Teufel hast du genug in der Stadt. Ich meine, ein Teufel regiert diese Stadt. Nennt sich Sabra. Ich denke, wir müssen uns ein bisschen davon lösen. Wir werden immer irgendwem in die Karten spielen, egal was du tust. Das ist richtig. Und sagen wir es mal so, du meintest ja selber, dass er die Stadt verlassen möchte. Also nimmt er das Wissen mit und macht irgendwem anders das Leben mit diesem Wissen vielleicht zur Hölle. Wir sind fein raus. Sinnvoll. Deine Entscheidung, Sam. Ich weiß nicht wirklich. Es macht mir Angst, dass irgendwem zu geben. Dieser Brief offenbart sehr, sehr viel über mich. Und die Unterlagen von Andrew, wir wissen, was sie mit deinem Kopf angerichtet haben. Tja, irgendwo wäre es ein sehr spannendes Sozialexperiment, herauszufinden, welche Geister Prenava alles um seinen Kopf schwören hat. Oder man fordert ihn heraus, dass wir eigentlich gar nichts preisgeben, sondern ein Gedankenspielchen mit ihm spielen. Ein einfaches Prinzip. Man geht hin, einfach so eine Geschichte anfangen. Wäre es wohl möglich, einen Menschen wiederzuholen? Und quasi deine Geschichte so langsam mit einfließen zu lassen, ohne direkt zu benennen, dass du es bist. Eine Gruselgeschichte. Eine Gruselgeschichte. Die aber auch seinen Wissenschaftsgeist herausfordert. Wo er vielleicht auch Interesse daran hat, dem auf den Grund zu gehen. Es zumindest geistig zu durchdenken. Wo es von Philosophie über Theologie zu Okkultismus wandert. Richtig. Interessant. Könnte klappen. Das könnte funktionieren. Ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht zu gut, aber wenn er auf eine Sache steht, sind das verdammt gute Gruselgeschichten. Und ich glaube, oder ich maße mir zumindest an, oberflächliche Lügen oder Ausweichversuche mitzubekommen. Und im Endeffekt wollen wir nicht viel von ihm. Wir wollen nur wissen, was es ist. Reden. Einfach nur hypothetisch reden. Richtig. In alter Manier, ich kann weder bestätigen noch dementieren.
gar nicht, ich mag, wie du denkst. So, irgendwas muss ich ja nütze sein. Hätte es auch eine gute Trimme abgegeben. Nein, danke. Ich habe meinen freien Willen ganz gerne. Tja. Oh, dann hat doch auch noch freien Willen. Und spielt man mit seinem Ring? Naja, aber du bist immer noch ziemlich anfällig, was Blutsbande angeht. Entschuldigung. Irgendeinen Preis zahlen wir alle, hm? Ein Tod muss man sterben. Dafür kann ich keinen Videorekorder programmieren. Ich kann keinen Whisky mehr trinken, also. Fantastisch. Was uns aber darauf zurückbringt, wenn wir dann wissen, was das ist. Oder zumindest, ob er eine Ahnung hat überhaupt. Was ist es? Muss ja noch nicht heißen, dass er Plan hat, aber. Richtig. Gedanken wird er sich auf jeden Fall gemacht haben. Was tun wir mit dem Wissen? Ich meine, ich kenne mich überhaupt nicht aus darin, aber das nicht so eine Sache sein, die wir dann jetzt trauen müssen. Weil je nachdem, was es ist, vielleicht könnt ihr dann noch ein paar Sachen in Erfahrung bringen. Hm. Oder Jelly stellt mal Nachforschung an, wenn es irgendwas ist, was in Erfahrung bringen kann. Also nehmen wir mal an, da sind wirklich die Ebenen durchbrochen. Scarlett, ich weiß jetzt nicht, wie lange du studiert hast, aber ich gehe davon aus, zusammen kriegen wir das nicht gekittet. Was gekittet jetzt genau? Die Risse? Wenn mein Tentakel als Pflaster herhalten kann, dann gerne. Ja, ich schmier ein bisschen Blut drüber. Ne? Das vielleicht hilft es ja. So wie Spucke auf die Wunde. Und Sam pustet einmal drüber. Mhm. Aber, achso, das wollte ich vorhin schon machen. Dürfte ich mal auf Int und Okkult würfeln, ob mir das irgendwas sagt, so das Abbild einer Realität rausreißen? Das ist ja schon. Mach mal. Ziemlich heavy. Ich spare mir das direkt, weil es ist. Ich glaube tatsächlich, da sind die Lasombe auch ein bisschen prädestinierter als die Trimär bei sowas. Oh. Reicht das? Das sind 3 Erfolge. Ja, also du hast ja eben, als du mit Bruce sprachst, ja auch schon von dieser zweiten Realität gesprochen, die ein Abbild der unsrigen ist, wenn auch nicht ganz. Mhm. Aber etwas daraus hierhin in die Realität zu bringen, also ja, bei Geisterbeschwörung oder sowas ist das ja immer irgendwie der Fall. Mhm. Und dass Dinge von dort drüben hier rüberkommen, ist auch jetzt nicht unvorstellbar. Von daher kann man schon darüber reden, dass es diese Realitäten gibt und jemand etwas aus der einen in die andere holt. Aber wenn das irgendwie in einem größeren Ausmaß als irgendwie eine Kleinigkeit ist, das muss. Ja, das ist nichts, was man mal ebenso macht. Mhm. Du wüsstest jetzt auch nicht, wie das funktionieren soll. Aber generell der Gedanke darüber ist jetzt nicht total abwegig. So, das ist, mhm. Also du hast schon in den ganzen okkulten Büchern schon über Dinge gelesen, die du auch für totalen Fantasie hältst oder so oder unmachbar, aber die trotzdem ja irgendwie festgehalten wurden. Mhm. Vielleicht fällt das so in diese Ecke. Ah, okay. Danke. Und jedes Mal, wenn du die Schattententakel rufst, auch das ist ja mehr oder weniger eine Beschwörung aus dem Abyss. Mhm. Also das ist jetzt nichts komplett aus den nichts was überhaupt nicht gehen würde. Aber wenn das gemeint wäre, dann würde man jetzt nicht so ein Bohai darum machen, weil das ist ja nun für La Sombra zumindest relativ normal
Und wenn das was mit Geistern zu tun hat, da hätten die, hätte dieser andere Clan, der in Europa sein Zentrum hat, von dem Scarlet ja auch weiß, wahrscheinlich eher noch was drüber zu sagen. Aber da weißt du zu wenig drüber. Ja. Okay, gut. Frage ist, machen wir das dann auf Ort im Elysium? Also, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche. Was man auf jeden Fall dafür brauchen würde, ist irgendwie ein Anker oder sowas. Ja, irgendwie irgendwas, irgendeine Verbindung oder so, weil das ist ja bei dir auch so. Du kanalisierst das ja durch dein Blut und holst damit die Kräfte des Abyssens hier. Mhm. Und so ähnlich machen das die Hekata oder die Giovanni halt auch. Und die meisten, wenn du so über Geisterbeschwörungen gelesen hast, was du ja gemacht hast, die letzten Male ja auch, dann gab es immer irgendwas, was das auch begünstigt oder einfacher gemacht hat. Meist nennt man, bei Geistern nennt man das so ein Fetisch oder so. Ja. Und vielleicht gilt das jetzt hier für diese Sache auch. Mhm. Jetzt, wo Ronan eben von Schlüssel sprach oder so. Also quasi etwas, was das alles aufrechterhält. Ja, oder was das Ganze einfacher macht, das im Hier zu halten. Mhm. Oder was als Kanalisator für eine Beschwörung oder sowas herhalten kann. Irgendwie die Möglichkeiten sind variabel, aber ja. Also nichts kommt einfach so von da nach hier. Es braucht meistens irgendwie was, worüber es transportiert wird. Ronan, du hast doch mal gesagt, dass hier regelmäßig Katastrophen passieren. Das hat Jelly herausgefunden. Was heißt Katastrophen? Es kommt regelmäßig zu Gewaltausbrüchen. Zu viel Tod. Gewalt, Blut. Und das passiert in welchem Rhythmus? Ich weiß gar nicht, ob sie fixe Zeiten herausgefunden hat, nur dass es eben alle sich immer wieder... Jahrzehnte. Es wiederholt sich. 100 Jahre, oder, dachte ich? So alle 100 Jahre mal. Mhm. Aber man konnte es nie auf einen speziellen Tag oder Mondphase oder sonst was festlegen. Es gibt einen Nebeneffekt von solchen Katastrophen. Das mag Zufall sein, aber ich sehe vielleicht eine Verbindung dazwischen. Wir, die Fleischlande, werden von der Schattenwelt durch das Leichentuch, man nennt es das Tuch, das Leichentuch quasi, was uns abschirmt. Dieses kann man ausdünnen. In der Theorie, ich habe mal davon gelesen, es begünstigt, dass Geister einfacher übertreten können, quasi von dort zu uns. Was ist, wenn man versucht, in einem bestimmten Abstand immer wieder Gemetzel anzurichten, um dieses Tuch weiterhin auszudünnen, um das zu begünstigen? Meinst du, dass es jemand also diese Gewaltausbrüche provoziert, gezielt? Das könnte sein. Entweder, warte mal, wenn man dich einsperren würde, Sam, was würdest du tun? Was wäre dein erster Gedanke, wenn man dich einsperrt? Du kommst jetzt einfach nicht mehr raus. Ich bin seit mehreren Monaten hier eingesperrt. Ich würde gerne raus. Du möchtest ausbrechen, richtig. Du kannst aber nicht selber etwas machen. Also was nutzt du? Du versuchst doch deine Fesseln zu sprengen. Was ist, wenn dieses Etwas versucht rauszukommen? Und das halt das versucht in dem Sinne, dass es das Leichentuch, vielleicht die Fesseln, die es halten, dadurch auszudünnen. Es ist jetzt vage rumgestochert, weil ich weiß auch nicht wirklich, was es ist. Aber wenn es ein Geist ist. Ja, bitte? Das klingt gar nicht mal so falsch, so wie du das sagst. Weil wenn es ein Geist ist, der raus will, vielleicht will er auch ins Diesseits, vielleicht wird er in den Schattenlanden festgehalten, vielleicht hat man dort etwas hinverbannt, etwas Böses, was da aber wieder raus möchte. Was sich mit den alten Legenden der Indianer deckt. Wenn das da wieder raus möchte und versucht, in regelmäßigen
regelmäßigen Abständen das Leichentuch auszudünnen, um diese Fesseln nach und nach wegzusprengen. Wenn es ein Geist ist, wäre es sinnig. Was, wenn es ein Dämon ist, kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Das ist nicht mein Fachgebiet. Geister, hm? Roland schaut mal so nach links und nach rechts. Nichts zu sehen. In letzter Zeit sind viele Geister und transsphärische Dinge am Happenen. Wenn es ein Geist ist. Jetzt nur mal, wir spinnen die Hypothese weiter. Geister haben begrenzte Möglichkeiten, mit uns zu interagieren. Das ist, da müsste ich mich jetzt weiter belesen, aber Alexander meinte etwas, dass sie wohl die Möglichkeit haben, auch Menschen zu beeinflussen. Aber das ist nicht alles. Sie können auch Dinge bewegen in unserer Welt. Aber das ist halt alles begrenzt. Sie haben ja keinen eigenen Körper. Und es ist auch sehr anstrengend für sie. Also wie die klassischen Legenden über Poltergeister und Besessenheiten. Genau. Legenden. Es sind keine Legenden, sie sind real. Tja, wir brauchen den Hekata, hm? Scarlets Augen strahlen, ja. Ja. Du schaut etwas verwirrt in die Runde. Ein was? Geisterbeschwörer. Quasi ein Nekromant mit Fangzähnchen. Na klar. Ja. Weißt du, immer wenn man denkt, es kann eigentlich nicht schlimmer werden, dann... In diesem Moment habe ich das aufgegeben. Also, es kann nur noch schlimmer werden. Also, ich meine, oder es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Wenn das ein Dämon ist, ich will es eigentlich gar nicht... Deswegen ist ja die Frage, was machen wir mit dem Wissen, wenn wir wissen, was es ist? Wollen wir es aufhalten? Kann man es aufhalten? Ja, dann spielen wir wohl den Exorzisten. Aber wenn das sowas ist wie Cthulhu beispielsweise, da werde ich nicht die Hand dagegen erheben. Dann werde ich eher sagen, entschuldigen Sie bitte, ich habe da noch eine Katze auf dem Herd, ich bin dann mal weg. Aber nehmen wir an, wir finden raus, was es ist. Und stellen fest, Kacke! Dann haben wir aber vielleicht die Möglichkeit, diese ganze Scheiße dauerhaft zu verschließen. Vielleicht können wir es nicht bannen, aber vielleicht so können wir das Gefängnis komplett ausbruchssicher machen. Meinst du, wir könnten sowas schaffen? Weißt du, Legenden zufolge gibt es uns gar nicht. Also warum nicht? Auf der anderen Seite... Sagt derjenige, der in Okkultismus in der Akademie auch immer das war, geschwänzt hat? Die Audience war unfassbar langweilig. Aber... Ja, aber vielleicht wäre da Wissen vermittelt worden, was wir für sowas brauchen könnten. Weil, sorry. Die Tremere haben sich nicht für diese Art interessiert. Früher das alles, was so direkte Manipulation der Umwelt, Blut, Elemente, das war das Forschungsgebiet der Tremere. Alles, was darüber hinausging, da hatte man allenfalls höfliches Interesse, aber da gab es andere. Und Scarlett weiß das ja, jeder hütet sein eigenes Clanswissen wie, ne? Man bringt ja auch nicht jedem bei. Ja gut, wenn es ist halt ein Geschäft. Gib mir etwas Brauchbares und dann können darüber reden. Ja, das Ding ist, um die Frage zu beantworten, das fordert wie immer einen Preis, wenn man sowas zuschließt. Oder zumörtelt, zuspachtelt, wie auch immer. Und vor allen Dingen glaube ich, tut es dem, ist es
nicht günstig, dass jedes Mal, wenn Prenavo oder ein anderer Kanet die Stadt verlässt, eine weitere Seele herumspaziert. Mhm. Vielleicht sollte man diesen Zugang dann auch dauerhaft verschließen. Du, Ronan? Du hast doch viele Kontakte, oder? Kommt drauf an, was du meinst. Wärst du theoretisch in der Lage, eine gewisse Großfamilie zu kontaktieren? Ich glaube, die würden das Thema hier sau interessant finden. Mal abgesehen, ohne uns. Verwirrter Blick zu Sam rüber. Also, erst ist das die andere Form von der Mafia. Der Großteil dieser Großfamilie ist auch ausgelöscht. Also. Zweitens, ist das Problem, von hier aus Kontakt zu irgendwem draußen aufzunehmen und dann den richtigen zu erwischen? Und drittens, nur weil jemand einen entsprechenden Nachnamen hat, muss er nicht dazugehören. Das ist mir schon klar, aber ich denke schon, die Kommunikation ist ziemlich eingeschränkt mittlerweile. Prenava könnte vielleicht eine Botschaft überbringen. Fantastisch, das ist unser Mann. Ja. In- und Export und so. Wir wollen quasi, dass er einen Giovanni importiert. Okay, von mir aus auch einen Nagaraja oder wie heißen die anderen? Ist ja egal, Hauptsache Nekromant. Hekata. In jedem Fall, wir müssen ja auch nicht mal erwähnen, also dass wir irgendeinen Nutzen davon haben. Ich glaube, wenn man denen sagt, Leichentuch dünn, hier, dann sind die schneller hier, als Bruce Boogie sagen kann. Ach, sie kommen ja auch dann nicht mehr weg. Das sollte man ihnen vorher vielleicht sagen, sonst sind sie ein bisschen aggressiv danach, aber... Ich muss nur den Weg hierhin ziemlich gut beschreiben, weil... Die Stadt gut, nicht ohne... Das ohne. Weiß Scarlett nicht. Gut, das kriege ich hin, das ist das geringste Problem. Also sollten wir erstmal gucken, was wir herausfinden, oder? Ja. Ja. Weil ich halte jetzt auch nichts davon, noch mehr Kaniten in diese Stadt zu holen, ehrlich gesagt. Absolut nicht, meine Rede. Also ganz ehrlich. Und wenn sie uns helfen können. Wir haben Ahnung von dem. Jetzt lass uns erstmal schauen, was wir selber rausfinden. Weil ich meine bezüglich dessen, dass wir verhindern sollten, dass... Nun, vielleicht muss Panava eben auch verschwinden. Wenn er derjenige ist, der hier immer neue Löcher mit hineinreißt oder der vielleicht bei dieser Schwächung des Gewebes dadurch beteiligt ist, dass er Kaniten hier aus dieser Stadt rausschmuggelt, ist er vielleicht ein Problem? Ja, ich glaube, dem sind wir nicht gewachsen. Noch nicht. Wenn wir uns alle gegen ihn zusammentun, vielleicht schon. Wenn ich bedenke, was einige vorgeführt haben damals, bin ich mir nicht sicher. Ja, wobei, Bruce könnte es vermutlich packen. Bruce hat auch mal beobachtet, wie er angegriffen wurde, ne? Von den beiden Bucher, die danach verschwunden waren. Ach so. Dass man ja. Weißt du, ist was ich kann mit diesem Blut schmecken und da Dinge rausfinden, das kann man weitertreiben. Bis hin dazu, dass die Mächtigsten in der Lage waren, das Blut aus deinem Körper zu reißen. Darüber können wir uns dann noch Gedanken machen. Aber ich nach allem, was ihr sagt mit diesem Tuch und es wird dann dünner und
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jedes Mal, wenn Pnava quasi mit Gewalt durch diese Kuppel bricht, dass das auch das ganze Gefüge wieder schwächt. Aber wir werden mit Sicherheit nicht einem Mr. Pnava sagen können, bitte lassen Sie das in Zukunft, weil es wird ihm scheißegal sein, solange er gut bezahlt wird. Oder vielleicht weiß er tatsächlich gar nicht, was das beeinflusst. Möglich ist das auch. Glaubst du, dass ihn das tatsächlich kümmert? Ich meine, er kann hier ja jederzeit gehen. Oder er hat gemerkt, dass er es ein bisschen übertrieben hat und haut deswegen ab. Was wieder mein Tipp wäre, dass er versucht, seine schäbige Haut zu retten. Und dieses Ups. Der Kaugummi hat sich ganz schön dünn gezogen. Spekulieren bringt uns da aber tatsächlich nicht weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehrere Punkte. Ja. Wir haben das Elysium, wo ich mich um Joe kümmere und wir Graham auf den Zahn fühlen können und dann gleichzeitig ein bisschen Tamtam machen und uns auf die Brust klopfen. Dann haben wir als zweiten Überpunkt herauszufinden, was hinter der Tür ist. Ist ja noch nie was Schlimmes passiert, so wie man eine magische Tür geöffnet hat. Und dritter Punkt. Und dann Nava. Wenn Joes Wunsch ist, dass wir diesen Bereich nicht betreten, dann sollten wir diesen Bereich auch nicht betreten. Zumindest nicht, solange wir wissen, was uns da erwartet. Ja. Wir sollten aber vielleicht durchaus den Schlüssel in unseren Besitz bringen, eben dass keiner diese Tür durchschreitet. Falls der Schlüssel noch dort ist, wo er aufbewahrt wurde. Victoria hat ja gesagt, ne? Ja. Victoria. Bruce guckt schon so komisch. Was geht dir durch den Kopf? Ich überlege gerade nochmal Victoria. Überlege auch schon die ganze Zeit. Wer Victoria nochmal? Ich hab mich vorhin ertappt. Ich habe die ganze Zeit Victoria mit für... meine ich, Entschuldigung. Oh, deswegen war ich auch so verwirrt. Ich habe mir gedacht, welche Victoria? Okay, Veronica. Gut. Okay. Sorry, mein Fehler. Ich war maximal verwirrt. Okay, super. Hat er alles richtig gemacht. Ja, absolut. Okay. Hm. Ich würde sagen... Was glaubst du, wie lange dauert es, bis das Elysium einberufen wird? Das entscheidet Ihre Hoheit. Aber ich denke, sie wird sehr schnell das Exempel wollen, dass sie ja Joe auch nicht ausstehen konnte. Also ich rechne vermutlich, innerhalb der nächsten paar Tage kommt die Durchsage. Dann würde ich sagen, wir besorgen in allerhöchster Eile den Schlüssel von Veronica. Bevor ihr noch jemand den Schlüssel abnimmt und redet dann mit Mr. Pnava. Ich würde das, glaube ich, gerne noch vor dem Elysium erledigt haben. Weil ich fürchte, dass bei dem Elysium einige Dinge in die Luft gehen werden. Mhm. Was ist, wenn sie uns diesen Schlüssel nicht gibt? Es ist der letzte Wunsch von Joe. Es gibt bestimmt ein Camarilla-Statut, was das Aushändigen der Besitztümer regelt. Aber ich denke, dass sie keinen direkten Nutzen davon hat. Sie weiß ja noch nicht mal, wohin der Schlüssel führt. Oder? Bruce, mach mal Geistesschärfe und Entschlossenheit. Wits, Resolve, ne? Ah, Wits und Resolve, okay. Vier. Läuft bei dir.
Koali, du bist gemutet. Du bist gemutet. Ganz am Anfang, wo du mit Pranava zu tun hattest, was musstest du da für den machen? Ja, ich muss vielleicht so kurz überlegen. Mir fällt was ein. Ich habe doch von meiner Knechtschaft gesprochen bei Pnava. Und dass ich Veronica schon vorher mal gesehen habe. Als ich, für dich gerade kurz die Zusammenfassung, als ich sein Fahrer war, nennen wir es Fahrer, hat er mich einmal zu Veronica in die Kirche geschickt. Ich sollte sie ablenken. Sollte sie irgendwie in ein Gespräch verwickeln. Und Zeit erkaufen. Der Schlingel. Dann hat er sich wahrscheinlich genau das gemopst, was wir brauchen. Vermutlich. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber dann könnten wir sie aber immerhin fragen, ob sie den Schlüssel noch hat. Und wenn nicht, haben wir noch mehr Grund, zu Pnava zu gehen. Mhm. Naja, aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Für heute ist unsere Spielzeit schon wieder aufgebraucht. Ja, vielen, vielen Dank für die ereignisreich. Wirklich was passiert ist ja nicht, aber naja, ihr habt bei Sam schon. wir haben noch eine Sache zu erledigen, bevor wir das irgendwie vergessen. Sam muss noch einen Remorse-Roll machen. Jetzt soll ich schon mit dem Würfel? Kind machen. Bitte? Er fragt mich, wie viele Würfel? Moment. Das ist schon wieder Ewigkeiten her, dass wir das letzte Mal gemacht hatten. Guck mal eben auf dein Charakterblatt. Du hast Menschlichkeit hattest du 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? 5. Nee, 6 doch. 6, so einen hast du schon weggestrichen hier hin. Ach, das ist der von eben, ne? Oder hast du den markiert, den von eben, ne? Nee, hatte ich nicht markiert. Ich hatte es mir hier auf ein Blatt Papier geschrieben. Okay, dann hast du es wahrscheinlich von irgendwann vorher mal. Wenn ich den mal ernst nehme, der dann wegmarkiert ist, die beiden von heute, hättest du einen Würfel. Ich hatte aber keinen Stain mehr offen. Dann hast du 2 Würfel. Okay. Ja. Zurück. Also für die, die es nicht wissen, man nimmt die Menschlichkeit und ja, die hat einen Balken von 10 Kästchen quasi. Die Menschlichkeit zieht an der einen Seite Würfel ab, also man hat immer 10 Würfel, die Menschlichkeit zählt Würfel ab und die Stains zählen Würfel ab und was überbleibt, würfelt man. Man braucht einen Erfolg. Ja. Das heißt, je weniger Menschlichkeit, desto mehr Würfel kriegt man. Dann habe ich jetzt für den einen Stain den Erfolg und für den zweiten Stain würfeln nur noch mal, richtig? Du würfelst einen einzigen Remorse Roll nur. Einen einzigen, mhm. Okay. Gut. Zwei Würfel. Habe ich. Ja. Achso, ich habe nicht runtergescrollt, ja. Genau, ein Erfolg, das heißt, deine Menschlichkeit bleibt gleich. Und die Stains gehen dann wieder weg. Ja. Gut. Gut, dann sind wir für heute durch und ich bedanke mich doch mal bei euch fürs Mitmachen und euch da draußen vor allen Dingen für das Zuschauen und für das aktive Dabeisein im Chat. Das war sehr schön. Wir hatten auch echt viele Zuschauer heute, das gefällt mir immer sehr gut.
Vielen, vielen Dank, dass euch das so gefällt, also dass ihr dabei seid. Dass es euch gefällt, kann ich ja nicht groß beeinflussen. Wenn ihr noch mehr gucken wollt von der Runde hier, wir machen jetzt im Anschluss gleich noch einen Aftershow-Talk, wo wir ein bisschen über die Runde quatschen, was passiert ist und so und über die Charaktere. Wenn euch das interessiert, schaut mal auf der Patreon-Seite bei mir vorbei. Für die Aftershow-Talks müsst ihr, ich weiß gar nicht, einen 5-Euro Patreon oder 5-Dollar Patreon-Tier nutzen. Und ja, wenn ihr uns da unterstützt, gibt es auch die ganzen Aftershow-Talks zu sehen. Und außerdem gibt es generell auf Patreon sehr, sehr viel Vampire the Masquerade Blood and Sand Content. Vielen, vielen Dank auch an meine Mitspielerinnen und Mitspieler, dass ihr da immer so fleißig Sachen dazu schießt. Ja, und in diesem Monat gab es auch das Charaktersheet von Sam zu gucken. Also, falls euch das interessiert, gibt es das da auch zu gucken. Das ist zwar ein alles altes, so aus dem Beginn von Sam, also die ganzen Entwicklungen mit den ganzen XP sind da noch nicht drin, aber so ein bisschen müssen wir das ja auch noch, alles muss man ja nicht verraten. Von daher, kriegt er aber einen Eindruck, wie Feramin ihren Charakter gebaut hat, als er ganz frisch und neu war. Ich bin immer noch sehr dankbar, dass Boogie nicht weiß ist. Genau, das wäre es noch. Vielleicht erschreckt er sich irgendwann mal und dann ist er. Naja. Gut. Und in 2 Wochen geht's hoffentlich dann weiter. Und dann besprechen wir nachher vielleicht im Aftershow-Talk nochmal, was wir dann genau nochmal anspielen wollen, weil Ronan hat ja eben aufgezählt, die ganzen offenen Baustellen, die ihr habt. Also alles wird man nicht in eine Folge kriegen, aber alles auf einmal wollt ihr, glaube ich, auch nicht machen. Nächste Woche dann die Hinrichtung, ja, wer weiß. Nächste Woche garantiert nicht, weil nächste Woche spielen wir nicht, aber beim nächsten Mal vielleicht, ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie der Ronan sich das überlegt, wie der das zur Schau stellt und ob das überhaupt dazu kommt. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Ja, und das heißt, da irgendwie Patreon ist der Weg, wenn ihr irgendwie ein bisschen mehr wollt von dieser Runde. Und wenn ihr das jetzt hier auf YouTube schaut, hinterlasst uns doch bitte auch einen Kommentar unten drunter, wie ihr es findet. Irgendwie danke auch immer an die Leute, die das so fleißig mitkommentieren. Das ist echt immer sehr, sehr schön zu lesen. Und der kleinste schöne Kommentar trägt uns durch die Woche. Und wenn es nur ich habe es gesehen und ich finde es ganz cool, ist oder so, schreibt es ruhig drunter, also uns hilft das sehr, sehr, uns dazu zu motivieren, hier weiterzumachen. Was ich auch immer ganz gerne lese, sind so, was ich heute auch im Chat gelesen habe, so irgendwie, so Ideen von euch, irgendwie so, das ist doch bestimmt das und das, aber ne, irgendwie versucht das ein bisschen irgendwie mit einem Spoiler-Tag oder sowas zu versehen, weil wer weiß, vielleicht seid ihr ja richtig und meine Spielerinnen und Spieler lesen das ja mit. Und aber ihr könnt ruhig wild herumspekulieren, bis jetzt hat es noch keiner rausgekriegt, glaube ich. Ist aber auch schwierig. Genau. Und ich würde es auch nicht sagen, wenn es einer rausgekriegt hätte. So, und also schaut, dass ihr uns irgendwie einen Kommentar hinterlasst. Ich leite die alle weiter. Ich glaube, zumindest Feramin schreibt auch immer, wenn sie erwähnt wird, immer was noch extra nochmal runter, wenn irgendwas jemand zu Sam sagt oder so. Also die Spielerinnen und Spieler lesen das nicht nur, sondern die antworten euch auch, wenn ihr irgendwelche Fragen stellt oder so. Also ruhig in die Kommentare, wenn euch irgendwas angeht. Genau, wenn ihr mehr wissen wollt über die V5, da kam ja heute auch mal ein bisschen was im Chat auf, da kann ich euch auch nur die Ulysses-Seite empfehlen, die machen das ja inzwischen auf Deutsch, also wenn da kriegt ihr ein paar Informationen über die V5, ansonsten über White Wolf. Guckt da ganz gerne mal rein. Gibt es auch inzwischen. Das WOD-Wiki ist auch sehr up-to-date momentan, auch mit den Sachen, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Wenn heute der Dan-Tipps zum Beispiel über die Hakata was wissen wollte, da gibt es inzwischen auch schon ein paar aus den Rohentwürfen, ein paar Wiki-Einträge. Also da kann man sich ruhig mal schlau machen. Genau. So, und wenn ihr generell Rollenspiel mehr schauen möchtet, dann es kam heute auch schon auf, einmal auf den Nordpol schauen. Da gibt es einen Eventkalender, wo es jeden Tag mindestens einen Stream zu sehen gibt. Nicht immer Vampire, auch andere Systeme. Und da können wir direkt mal irgendwie in die Runde fragen, weil einige hier ja auch Streams anbieten, Rollenspiel-Streams anbieten.
Wann zum Beispiel gibt es denn was Rollenspielmäßiges von Rerion zu sehen demnächst? Da geht es direkt am Dienstag weiter mit Call of Cthulhu und dem Horror im Orient Express. Und ich meine, direkt am Mittwoch geht es dann auch mit Simyala weiter. Also volles Programm quasi. Simyala ist eine DSA-Kampagne. Genau. Richtig. Die es nicht wissen. Und sowas. Genau. Cool, cool. Und da schaltet ihr dann alle ein, wenn es gruselig werden soll bei Cthulhu und wenn es eher so ein bisschen mystisch, elfisch, naja, auch gruselig werden soll dazu. Nein, weil Simyala, ein bisschen mehr Fantasy. Genau, und was gibt's beim Kakko demnächst zu schauen? Leider nicht viel, weil Terminfindung momentan schwierig ist und ich noch Uni-Kram zu erledigen habe. Aber ich gelobe Besserung. Es sind Sachen in Planung, nur die werden dann erst Anfang November kommen von mir auf dem Kanal. Ansonsten bin ich dann das nächste Mal zu sehen am 27.10. Da spielen wir spätestens wieder Starfinder bei Mischka und dann in der Woche dann auch wieder hier Vampire V5. Ja, schaut da also auch mal beim Kakko vorbei. Beim Rerion natürlich auch. Hinterlasst einen Follow oder ein Abo. Da freuen die sich bestimmt. Ich habe nämlich gehört, der Rerion hat heute die 200 Abonnenten-Marke überschritten und ich glaube, der macht da auch was ganz Besonderes demnächst. Aber das wird noch nicht verraten. Er rührt. Genau. Ja. Ja, und bei Mondi, wie geht's denn da weiter? Ja, also morgen geht's weiter mit Tomb Raider, also viel Piu, 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 Piu. Und es ist eine kleine Ankündigung, die ich gern machen wollen würde. Und zwar am 31.10. Um 20 Uhr abends werde ich das allererste Mal on air leiten. Einen kleinen Vampire V20 One-Shot. Also, falls ihr da noch nichts vorhabt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei mir vorbeischauen würdet. Ja. Halloween-Partys sind wegen Corona gerade scheiße. Guckt lieber bei Mondi zu. Genau, könnt ihr. Ich schaue relativ selten, weil Moni immer dann streamt, wenn ich gerade keine Zeit habe. Aber ich habe letztens auch einen super mega coolen Cthulhu-Stream ganz lange zugeguckt. Der ging über 7 Stunden oder so. Das war sehr lustig. Deine Community ist auch echt lustig. Ja, das stimmt wohl. Ja, also ruhig mal reingucken bei Moni. Ja, und Ferami, wo sieht man dich das nächste Mal? Am Mittwoch bei Rere und bei Simyala. Ja. Wieder zusammengeflickt von den Heilern und Ich weiß gar nicht, ob ich die aktuelle Folge schon geguckt habe oder ob ich nachholen muss. Ich glaube, ich muss noch nachholen. Kommentiert hast du sie noch nicht. Dann also habe ich sie auch noch, sie nicht wahrscheinlich gesehen. Noch nicht gesehen. Ja, dann muss ich noch nachholen. Ja. Gut. Die einfachste Methode, um zu gucken, habe ich den Stream schon gesehen, ist, wenn man Kommentare dazu schreibt, dann kann man nämlich einfach gucken, habe ich schon kommentiert? Nein, oh, dann habe ich sie noch nicht gesehen. Genau, ja, auch das, nutzt das, nutzt diese Möglichkeit. Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz noch einen weiteren Werbeblock einschieben. Ich suche nämlich noch Mitspielerinnen und Mitspieler. Also falls ihr irgendwie sagt, irgendwie, das ist ja ganz cool, was du da machst, aber ich will ja selber mal spielen. Ihr habt die Möglichkeit, in 2 One-Shots im Dezember mit mir zusammen zu spielen. Einmal am 4. und einmal am 7. Dezember. Am 4. Dezember gibt es ein Abenteuer aus der Welt von dem Schwarzen Auge, also aus Aventurien, aber nicht mit dem System von dem Schwarzen Auge, sondern mit einem freien Erzählsystem, das wir uns von Chroniken der Engel abgeguckt haben. Und bisher fehlen uns noch ein Spieler oder eine Spielerin. Spielerin wäre ganz cool. Bis jetzt haben wir den Rerion schon dabei und den Ozzy, den kennt man vielleicht noch gar nicht so richtig. Der ist auch ein neues Gesicht dann auf diesem Kanal. Und die Sonja, die hat man auch in meinen Streams, glaube ich, noch nie gesehen. Aber bei Mischka und anderen, zum Beispiel bei Rerion, ist die schon zu sehen. Also da könnt ihr euch gern noch irgendwie mal bewerben, wenn ihr mal mitzocken wollt. Alle Infos davon gibt es auf meiner Homepage, derkoali.de. Einfach mal drauf gucken, dann ist es oben angepinnt, die Spieler suchen. Das heißt, die rutschen auch nicht runter oder so. Das heißt, ihr findet das sehr prominent. Und der zweite Termin, am 7. Dezember, wo ihr mitspielen könnt, das ist ein One-Shot Through the Breach. Also wo eigentlich die Runde, womit das Ganze hier angefangen hat, im Ursprung eigentlich mal.
ich dachte mir so, für Weihnachten rum kann man ja mal ein Weihnachtsabenteuer spielen. Was habe ich denn auf meinem Rechner an Weihnachtsabenteuern? Ah, es gibt von Suzu Beach ein Weihnachtsabenteuer, was sich um Schneemänner dreht und eine Weihnachtsfeier. Und ja, da könnt ihr ganz gerne, also da suche ich noch zwei Mitspielerinnen und gerne könnt ihr euch da auch für melden. Through the Reach ist ein Setting, was Gothic, Victorian, Horror, Wild West, Steampunk ist. Wenn ihr da euch da überhaupt nichts drunter vorstellen guckt, könnt ihr uns ja die alten Streams von mir mal angucken. Da spielen ja Feramin und Kako und Rerion auch eine Rolle. Also die findet ihr auch auf meiner Homepage oder auf meinem YouTube-Kanal. Guckt euch das ruhig nochmal an, das waren eigentlich sehr schöne Runden. Ich wenn möchte nochmal betonen, ich bin nicht in jedem Stream, aber es erscheint manchmal so. Es liegt daran, dass man sehr gerne mit dir zusammenspielt. Deswegen bist du ja für... Ja. Gut, also wenn ihr da mal Bock habt, mit mir zusammen zu spielen, dann meldet euch da ruhig. Gut, Werbung Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Nacht, Tag, wann immer ihr das hier schaut. Den Segen der Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.